Domian. Im WDR-Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Jetzt wird es wirklich ernst. Die letzte Woche Domian aller Zeiten beginnt heute. Das ist für mich auch schon etwas bewegend. Aber ich freue mich sehr, dass wir diese Woche noch miteinander verbringen können. Und wir wollen alles so machen, wie wir es immer machen. Wir haben heute am Montag eine freie Themennacht. Und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 5050. Und der erste Anrufer heute Nacht ist Richard und Richard ist 29. Guten Morgen, Richard. Ja, guten Morgen. Ja, ich grüße dich. Eigentlich 30. Ja, entschuldige, dann sage ich Richard 30. Aber das liegt daran, dass ich gerade erst Geburtstag hatte. Egal. Ach, dann lass mich gratulieren. Ja, danke, danke. So. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Zum Thema. Ja, bitte. Also, ich habe so ein bisschen Vorgeschichte. Ich habe Physik studiert und typischerweise sind die meisten Physiker gerade, wenn sie studieren, eher Atheisten. Ja. Um nicht zu sagen, vielleicht sogar militante Atheisten. Ja. Aber ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein bisschen, kennst du das anthropische Prinzip? Nein. Das ist sozusagen die Idee, dass die Naturkonstanten, die sie da sind, jetzt zum Beispiel Elektronenmasse oder Feinstrukturkonstante, es gibt einen Haufen so eine Konstanten. Mhm. Und die haben ganz bestimmte Zahlenwerte. Und wenn man an denen wackeln würde, in der letzten, irgendwo nach 10 Kommastellen oder so, dann würde das ganze Universum, so wie es ist, nicht funktionieren. Es würde zum Beispiel keine kohlenstoffbasierten Lebensformen geben, die das Universum sehen könnten. Und so du willst uns damit sagen, dass das alles extrem komplex zusammenhängt. Und wenn ein ganz kleines Rädchen, wenn man das rausnehmen würde, würde es nicht funktionieren. Richtig. So, das anthropische Prinzip, das besagt halt quasi, dass man deswegen allein schon religiös werden könnte. Man könnte sich denken, das kann ja kein Zufall sein. Weißt du? Jetzt hast du gerade eingeleitet und hast gesagt, ich bin eigentlich sind die meisten Physiker, die das studieren oder später Atheisten. Später weiß ich nicht mehr, aber am Anfang hatte ich den Eindruck, mit denen ich studiert habe. Ja. Wie ist es denn bei dir? Was bist du denn heute? Also ich würde sagen, ich bin ich war Agnostiker und jetzt habe ich so eine Art Glauben. Mhm. Halt mal den Hörer irgendwie anders, du klingst so verschwommen. Okay, so vielleicht. Ja, so ist besser. Ich weiß nicht. So. Ja, so ist gut. Okay. Du hast so eine Art Glauben. Ja, ich würde sagen, also es gibt ein Stichwort dazu, das heißt Omega-Punkt-Theorie. Mhm. Die erklärst du uns bitte. Dazu muss ich weiter ausholen. Also nicht ausholen, da verstehen wir es nicht. Du musst dann ausgehen, dass das hier Leute sind, die überhaupt keine, oder ganz, also keine Insider in Sachen Physik. Du musst es ganz einfach machen. Ja, logisch. Okay, also die Idee ist, ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen von einem ziemlich krassen Physiker, der kommt aus den USA und der ist eigentlich ein renommierter Typ, aber er hat so ein esoterisches Buch, sage ich mal, rausgebracht über eine Art Religion und die heißt die Omega-Punkt-Theorie. Was ist jetzt die zentrale Aussage dieser Religion, dieser Theorie? Die Aussage ist, es ist theoretisch denkbar unter gewissen Annahmen, die aber für mich schlüssig sind, so eine Art Himmelswiederauferstehungskonzept zu haben, am Ende des Universums, in dem quasi jedes bereits gelebte Leben wieder auferstehen kann und unendlich lange sich quasi also leben kann. Das ist eine... Das ist nur die zentrale Aussage. Ja, es ist eine Theorie, die auf Logik und Schlussfolgerungen beruht. Richtig, obwohl das diskutabel ist. Also es gibt viele Physiker, die sagen, das ist sehr esoterisch und weit hergeholt, aber ich persönlich finde eigentlich, dass es relativ flüssig ist. Steckt denn dahinter auch die Idee einer Gottheit? Richtig, also Frank Tipler selbst, also der das Buch und die Theorie geschrieben hat quasi, der identifiziert den letzten Punkt, den Raumzeitpunkt, Omega-Punkt, den
identifiziert er mit Gott quasi. Mhm. Weil man in diesem Punkt, laut seiner Überlegungen, hat man in diesem Punkt unendlich viel Energie zur Verfügung und auch unendlich viel Zeit. Mhm. Mhm. Also, und von diesem Punkt geht daran, dass alles das eine aus. Singularität ist. Da bewegen wir uns quasi darauf hin. Das ist die Theorie. So, also es gibt ja den Urknall, den Big Bang. Und es gibt ein kosmologisches Prinzip, das heißt Big Crunch. Das ist quasi, das Universum zieht sich irgendwann wieder zusammen. Ich gehe gleich dazwischen, Richard. Okay. Du bist ein Fachmann, also stelle ich die Frage gerne an dich. Es gibt die Theorie des Urknalls. Ja. Das heißt, ganz simpel ausgedrückt, dass die alle bestehende Materie im Universum auf ein kleines Staubkörnchen zusammengepresst war und dann auseinanderfliegt und dadurch das Universum entsteht. Im Prinzip ja. Wo aber hat es geknallt? Also natürlich, soweit ich weiß, gibt es keine echte Aussage darüber, was es davor gab. Das Problem ist... Denn das Universum ist ja erst entstanden durch diesen Urknall. Was war vorher da, wo es geknallt hat? Das Problem dabei ist, dass die Vorstellung von vorher eine naive Vorstellung ist. Eine naive Vorstellung oder eine unmögliche? Das Ding ist, Raum und Zeit haben zu diesem Punkt also quasi noch gar nicht existiert. Mhm. Die mussten erst entstehen. Mhm. Das heißt, der Begriff vorher ist, denke ich, unzulässig. Im Prinzip ja. Ja, also, aber natürlich denkt man sich das. Richtig, das hat ja der alte Kant schon gesagt, dass wir nicht Raumlosigkeit und nicht Zeitlosigkeit denken können. Das stimmt. Die Idee, ich weiß, worauf du hinaus willst, die Idee, also es gibt zum Beispiel Theorien, die sagen, ein Universum entsteht in einem Big Bang, breitet sich aus, zieht sich wieder zusammen. Und weil das dann wieder auf einem Raumzeitpunkt zusammengeknüllt ist quasi, geht es danach wieder von vorne los. Mhm. Das ist ich weiß gar nicht, da gibt es auch einen Namen für, habe ich jetzt vergessen, bin zu aufgeregt. Ich glaube ja, letztendlich, Richard, dass für die allerletzten Fragen die Ratio und die Logik nicht ausreicht. Richtig, deswegen ist Physik für mich auch ein Glauben. Mhm. Weil man selbst in der Physik, also es fängt schon an, in der theoretischen Physik, man fängt an in der Mechanik und man macht ganz einfache Annahmen, die muss man glauben. Ohne diese Annahmen kommt man nicht weiter. Genau. Und aus der folgt dann die Physik. Genau. Demzufolge ist eigentlich Physik auch ein Glauben und eine Religion, sozusagen. Naturwissenschaften, kann man sagen. Sind. Im Prinzip ja. Ja. Also ja, richtig. Naturphilosophie, eigentlich Naturphilosophie. Wie gehen wir noch einen Schritt weiter? Jetzt wird's ganz heikel und ganz heiß. Wer hat Gott geschaffen? Ja, das. Klar, also man kann immer in eine höhere Metaebene gehen und fragen, wer hat das quasi zu verursachen? Mhm. Also wer ist daran schuld quasi? Aber ist das ein viel zu menschliches Denken, dass man nach Ursächlichkeiten fragt? Richtig, ja. Also die Physik zum Beispiel, die claimt ja jetzt auch nicht, dass die physikalischen Gesetze, die Modelle, die wir jetzt haben, dass das die absolute Wahrheit ist. Mhm. Man sieht ja nur, dass mit den physikalischen Gesetzen man die Realität, so wie wir sie beobachten können, sehr gut beschreiben kann. Mhm. Von daher kann man am Ende, könnte man immer argumentieren, naja, in Wahrheit steckt Zauberei dahinter und wir haben so eine Art Schema gefunden, aber das weiß man nicht. Und ich finde auch bei Frank Kippler ist das auch so, er sagt so am Ende, er identifiziert quasi diesen Punkt als Gott, weil quasi er sagt, Fortschritt ist ein theologisches Konzept bei ihm. Mhm. Weil es Fortschritt gibt, muss sich quasi das intelligente Leben dorthin entwickeln, um dann quasi zu Gott zu kommen. Das ist so seine Argumentation. Ja, vielleicht. Ich finde auch interessant, es gab mal vor vielen, vielen Jahren eine spät im ZDF ausgestrahlte Sendereihe, da hat Frank Elstner Nobelpreisträger interviewt. Und dabei kam raus, dass sehr viele Nobelpreisträger, die aus den Naturwissenschaften kamen, im Laufe ihres Lebens und je älter sie wurden, gläubig wurden. Ja, genau, das ist auch meine Überlegung. Ja, vielleicht nicht im ganz traditionell christlichen oder muslimischen oder jüdischen Sinne, aber gläubig wurden, so wie du es gerade auch beschrieben hast. Richtig, genau. So habe ich auch das Gefühl. Mhm. Das ist schon auch interessant, so mein Eindruck gewesen. Finde ich, ja. Ja, weil man beginnt auch immer, natürlich als Physiker denkt man ständig über alle möglichen Dinge nach und hinterfragt, gerade wenn man theoretischer Physiker ist, noch grundlegendere Dinge. Das ist halt im Prinzip Philosophie und du bist da steckt das quasi mit drin. Du bist theoretischer Physiker.
Also ich habe, das war damals meine Diplomarbeit, inzwischen bin ich nur noch Programmierer. Ich habe nichts mehr mit Physik zu tun. Aber okay, aber wo wir dich schon in der Strippe haben, erklär uns, die wir das alle nicht wirklich kapieren, erklär uns mal bitte, was ein schwarzes Loch ist. Ja, also... also abgesehen von den üblichen Erklärungen, die man immer so hört, dass es da irgendwie... Aber leg mal los. Also ganz formal würde ich sagen, man hat Gleichungen gefunden, die haben eine gewisse Struktur und man hat festgestellt, diese Gleichungen beschreiben alles, was wir hier im Kosmos sehen, sehr gut. Mhm. Und diese Gleichungen, eine Lösung dieser Gleichungen, ich sag mal, die sind für sogenannte rotationssymmetrische Massenverteilungen, ergibt das eine gewisse Lösung und die hat eine Singularität. Ich glaube, wir sind, Singularität? Wir sind schon ausgestiegen. Also, das ist zu kompliziert. Singularität ist ganz einfach. Das ist was, wenn du durch Null teilst. Ja. Das kennst du noch aus der Schule. Wenn man durch Null teilt, dann hat man immer damals hingeschrieben, nicht lösbar oder so. Ach, ich will es einfach ganz einfach wissen. Wenn ich ins schwarze Loch reinsteige, kann ich dann eine Zeitreise machen? Ich würde sagen, darüber... Also, nein, kannst du nicht, denn wenn du ins schwarze Loch hineingehen möchtest, wirst du schon auf dem Weg dahin spaghettifiziert. Das heißt so. Du ziehst, ich werde es nicht überleben. Füße, nein, du wirst es auf keinen Fall überleben. Ja. Aber natürlich, ich verstehe, wohin das hinzieht. Die Sache ist, vermutlich, meine Antwort ist eigentlich, du gehst da rein, sagen wir mal, und du bist nur ein Punkt, der sich nicht spaghettifizieren kann. Mal angenommen, du bist nur ein Punktteilchen. Dann wäre es so, du würdest nicht ankommen, sondern bevor du da ankommst, für dich vergeht die Zeit anders, während du reingehst. Und bevor du da ankommst, ist quasi das schwarze Loch schon wieder zerstrahlt durch Hawking-Strahlung. So lange würde das dauern, theoretisch. Das soll ein Mensch verstehen. Also ich gehe lieber nicht in schwarze Löcher, habe ich daraus gelernt. Nein, schwarze Löcher ist nicht ratsam. Lieber Richard, das war ein Exkurs in eine ganz andere Thematik, aber warum mal nicht? Ich danke dir sehr herzlich und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich soll dich noch schön von meiner Frau grüßen. Sehr gerne. Grüße zurück. Ja, Grüße zurück. Richard, ciao. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu dem Megathema, was wir vorige Woche angefangen haben, nämlich die Versteigerung unseres weißen Hirschs. Die Versteigerungsaktion steht im Moment bei, ich fasse es wirklich nicht, bei 31.300 Euro. Bei 31.300 Euro. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn dieser Hirsch, dieser weiße Hirsch, der eigentlich Fernsehgeschichte geschrieben hat, der seit Tausenden von Stunden hier im Studio, auch Radiogeschichte, hier im Studio vor einer Fernsehkamera steht, wenn er noch ein bisschen mehr Kohle bringen würde. Denn das Geld wird sehr, sehr sinnvoll eingesetzt. Wir versteigern diesen weißen Hirsch zugunsten der Palliativstation der Universitätsklinik Köln, dem Mildred-Scheel-Haus. Das ist die Sterbestation in der Universitätsklinik. Dieser Station bin ich jetzt schon sehr lange eng verbunden. Und ich kann mich dafür verbürgen, dass jeder Cent sehr, sehr gut verwendet wird und gut ankommt. Die ganze Sache ist eine sehr sinnvolle Einrichtung und ich bin immer sehr beeindruckt, wenn ich dort war und gesehen habe, wie die Krankenschwestern, die Pfleger und die Ärzte dort arbeiten. Also, ihr könnt sehr gerne weiter steigern. Wir würden uns sehr freuen. Ihr geht bitte auf eBay, Stichwort Domian Hirsch, und die Versteigerung läuft noch bis Mittwochnacht. Der es dann ersteigert hat, der dann den Hirsch ersteigert hat mit dieser Person, wenn diese Person es gerne möchte, würde ich sehr gerne am Donnerstag hier live in der Sendung sprechen. Ich würde auch sehr gerne dieser Person den Hirsch persönlich übergeben in den nächsten Tagen, damit man sich auch kennenlernt und wir vielleicht hier auch ein Treffen arrangieren können in Köln. Also eBay, Stichwort Domian Hirsch, da gibt es noch ein paar andere, die sich ein bisschen ranhängen, aber ihr seht dann schon auch das Foto von mir mit dem Hirsch, Domian Hirsch. Ihr könnt auch auf 1live.de gehen, da ist ein Link und dann findet ihr dahin 31.300 Euro im Moment. Bin mal gespannt, ob während der Sendung sich das noch steigern wird.
Ich würde mich sehr freuen. So, wir machen weiter mit Jenny. Jenny ist 24. Guten Morgen, Jenny. Hi. Hi, Jenny. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, freut mich auch. Und zwar, ich wollte einfach mal darauf aufmerksam machen, dass es viel zu viele Vorurteile gibt über dicke Menschen. Das heißt, die würden den ganzen Tag nur da sitzen und Burger essen, Cola trinken, was weiß ich. Und ganz viele kennen einfach die Hintergründe nicht. Also bei manchen trifft es sicherlich zu, aber denke ich nicht bei allen. Beispiel auch bei mir. Genau, wir wollen nicht zu allgemein reden. Ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich betroffen bist. Ja, genau, ja. Ja. Darf ich zunächst fragen, damit ich mir ein Bild von dir machen kann, wie groß du bist und wie viel du wiegst? Ich bin 1,60 Meter groß und wiege knapp über 100 Kilo. Und du bist jetzt 24 Jahre alt. Wie lange bist du schon übergewichtig? Ich würde sagen, Ende der Pubertät. Also es hat ist rapide nach oben gestiegen mit 17 ungefähr. Mhm. Also ich war meine Kindheit über untergewichtig und in der Pubertät dann normal schlank. Und mit 17 ist innerhalb von einem guten halben Jahr habe ich 30, 40 Kilo zugenommen. Hast du eine Erklärung dafür, warum das passiert ist? Das konnte sich damals niemand erklären und ich war dann auch beim Arzt und habe damals mit meiner Mutter zusammen eine Kur beantragt. Mhm. Die wäre normalerweise 4 bis 6 Wochen gegangen, also mit Verlängerung 6 Wochen. Die meisten haben in dieser Zeit gute 8 bis 12 Kilo verloren. Das war dann mit Sportprogramm, Ernährung, mit allem drum und dran, mit Untersuchungen, woran es liegt. Ich war fast 3 Monate dort mit einer Person und die Person hat über 20 Kilo verloren und ich in der Zeit nur 4,5. Ah, ja. Und das konnte sich keiner so wirklich erklären. Ich höre gerade, Jenny, mit deinem Einverständnis haben wir ein Bild, das wir zeigen dürfen? Ja. Ja, okay. Dann gucken wir uns das Bild mal an. Ah ja, sieht ja, ist ja ein erotisches Bild. Ist ja sehr sexy fotografiert. Vielleicht, ja, genau. Du stehst da, so mit dem Rücken, ein bisschen lassiv. In, was ist das für eine Hose oder für ein, ist das ein Badeanzug oder was du da anhast? Nein, das ist Unterwäsche, aber Unterwäsche. Das sieht man nicht, weil das Hemd ja dazwischen ist. Also. Ein ganz schicker Schlüpper. So. Ja. Und dann hast du noch irgendwie so ein, naja, das ist ja so ein Hemd oder so eine Jacke halb runterhängen und die Schulter, die eine Schulter ist frei und die kann man so sehen von hinten. Genau, ja. Findest du dich schön? Nimmst du dich so an, wie du bist? Ja, also ich denke, man findet nie alles an sich perfekt oder schön. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin und meine Vorzüge zu sehen. Also ich bin der Meinung, ich habe definitiv schöne Seiten an mir und ja, auf jeden Fall. Hast du denn für dich eine Erklärung? Damals hat das nicht funktioniert da in der Klinik. Hast du für dich eine Erklärung, warum du so füllig bist? Nee, ich hatte eigentlich nie eine Erklärung dafür. Ich habe immer überlegt, okay, vielleicht isst man doch zu viel oder ist es zu wenig Bewegung oder so. Ich bin jetzt auch nicht so mega der Sportfan oder sowas. Aber ich denke mir, bei allen anderen hat es in der Klinik funktioniert, nur bei mir nicht. Und ich bekomme auch ständig von Freunden oder so zu hören, dass ich scheinbar wirklich extrem wenig esse und unregelmäßig. Ich habe auch zahlreiche Untersuchungen hinter mir. Es gab auch viele Vermutungen der Ärzte, was es sein könnte. Das ist jetzt ein jahrelanges Hin und Her gewesen. Am Anfang habe ich es dann auch noch ständig mit Sport, Diät und etc. versucht. Aber körperlich, eine Krankheit liegt dem nicht zugrunde? Doch, also es wurde immer vermutet, doch, nur es gab verschiedene Vermutungen vom Cushing-Syndrom, was mit den Nebennieren zu tun hat, wo ich dann beim Endokrinologen war und sich herausgestellt hat, ist es nicht so. Von einer Schilddrüsenunterfunktion, wo dann zwar auf dem Ultraschall immer gesehen wurde, dass das Organ stark verkleinert und entzündet ist, man hat aber in den Blutwerten nichts gefunden, dementsprechend konnte man mir auch dagegen nichts geben. Also gibt es keine Diagnose für eine Erkrankung. Jetzt mal zu dem Ja, also jetzt schon, seit kurzem, nämlich? Seit ein paar Wochen. Nämlich? Das ist eine Hormonstörung. Ja, und da bekomme ich jetzt auch Medikamente dagegen. Und definitiv isst du nicht zu viel? Hundertprozentig. Wie viel isst du so am Tag? Ich werde auch ständig überwacht. Wie viel? Ja, was so, wie wenn du so deinen Tag überblickst, was isst du so und wie oft isst du? Einmal am Tag. Meistens nur. Einmal am Tag nur? Ja, meistens nur einmal am Tag, meistens auch erst relativ spät.
und oft nicht viel. Also dadurch, dass ich alleine bin, fehlt mir dann oft die Lust zum Kochen. Für andere jetzt also nicht. Wenn ich in Gesellschaft bin, dann ist es was anderes. Aber oft nur einmal am Tag, wenn ich jetzt keine Lust zum Kochen habe, dann auch mal nur ein Brot oder ein Salat oder ganz selten koche ich auch mal was. Also kein Frühstück? Selten. Ja. Manchmal schon, aber ganz selten. Keine besonderen Massen an Süßigkeiten, Chips, Gummibärchen, Cola? Nein, gar nicht. Also ich trinke hauptsächlich Mineralwasser zu Hause. Klar, jeder trinkt mal, wenn er unterwegs ist, mal eine Cola oder sowas. Aber zu Hause hauptsächlich Mineralwasser. Und gut, ich esse auch mal ein Stück Schokolade oder so, aber geringen Mengen. Also wenn ich das mit... Dann ist es ja ganz eindeutig, Jenny, dass es wirklich dann auf irgendwas anderes zurückzuführen ist. Wenn du definitiv so wenig isst, auch selbst wenn du nicht so massiv Sport betreibst, wie du es gerade beschrieben hast, so kann man eigentlich nicht zunehmen, wenn man normal gesund programmiert ist. Ja, aber das stimmt. Ja. Wenn es jetzt eine Hormonstörung ist, definitiv, und wenn du entsprechend behandelt wirst, kann es ja vielleicht sein, dass du abnimmst. Freust du dich dann, wenn du abnimmst? Ja, also der Arzt meinte erst, dass es höchstwahrscheinlich so sein wird, dass die Medikamente, seit ich jetzt 6 Monate circa nehme, ab dann beginnt sich das wieder alles zu regeln und dass es gut sein könnte, dass ich dann Gewicht verliere. Als ich ihn dann fragte, ob das sicher sei, dass ich definitiv stark Gewicht verlieren werde, meinte er, 100%ig sicher sagen kann man nie was, außer dass es nicht mehr weiter nach oben gehen wird. Aber es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass ich Gewicht verliere. In erster Linie habe ich mich natürlich sehr gefreut. An zweiter Linie kommt jetzt die Sorge dazu, ich sag mal, bei dem Gewicht, was ich habe, wenn ich jetzt schnell stark Gewicht verlieren würde, dann habe ich halt Angst, dass die Haut nicht zurückgehen würde. Dann müsstest du dich operieren lassen, es gibt neue Probleme. Aber vielleicht geht es ja auch ganz allmählich und vielleicht sehr körperfreundlich kann das ja sein, dass sich das reduziert. Aber worauf ich hinaus will, die Freude ist schon da. Du würdest nicht sagen, nee, ich will das gar nicht einnehmen, ich will so bleiben, wie ich bin. Das ist nicht der Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich bin nach den Jahren jetzt natürlich unglaublich froh, dass endlich was rausgekommen ist und dass es ein Medikament gibt, was das ein bisschen einschränkt. Mhm. Also da bin ich sehr erleichtert, ja. Super. Jenny, dann drücke ich dir die Daumen, dass das wirklich alles so gut diagnostiziert ist, dass die Medikamente wirken und dass sie vor allen Dingen behutsam wirken und dass du dann sehr zufrieden sein wirst hinterher mit dem Ergebnis. Alles klar, super, dankeschön. Alles Liebe wünsche ich dir. Danke, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, am Freitag ist ja unsere letzte Sendung und ich würde gerne am Freitag mit dem einen oder anderen von euch sprechen, mit dem ich vielleicht vor kurzer Zeit oder vor vielen, vielen Jahren schon mal gesprochen habe. Vielleicht hattet ihr eine besondere, eine große Geschichte, ein besonderes Anliegen und seitdem ist doch noch oder vielleicht sogar viel und gravierend etwas passiert. Wenn dem so ist und ihr mir das gerne erzählen wollt, wie die Geschichte weitergegangen ist, dann meldet euch doch bitte unter domian@wdr.de, Stichwort Rückruf. domian@wdr.de, Stichwort Rückruf. Mal gucken, vielleicht können wir dann zusammen am Freitag miteinander sprechen. Hier ist Frank. Frank ist 45. Guten Morgen, Frank. Moin, Domi. Moin aus Kiel. Bitte? Guten Morgen. Ich sag Moin Moin aus Kiel. Aus Kiel, das hatte ich verstanden. Frank, guten Morgen aus Köln nach Kiel. Weswegen rufst du an? Pass auf, ich bin seit 10 Jahren Mitglied der Linken, werde aber jetzt nächstes Jahr die AfD wählen. Ach du lieber Gott. Warum? Warum? Ist eine gute Frage. Der letzte Strohhalm war jetzt wirklich... Also ich habe heute der heiße Stuhl gesehen, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich habe das leider nicht gesehen, weil ich ja schon im Studio war hier. Ich weiß, dass die Sendung heute aufgelebt wieder ist bei RTL, ja. Ja, Sarrazin war da. Mhm. Ich bin jetzt nicht wirklich ein Fan von Sarrazin, aber was er wirklich gesagt hat, hat zum Teil wirklich Hand und Fuß. Und die Argumente der anderen Leute waren wirklich unterirdisch. Das heißt, heute durch diese Sendung bist du zu dem Entschluss gekommen, jetzt die AfD zu wählen? Ja, das hat jetzt wirklich, das war das letzte Teil. I-Pünktchen.
Ja, also das war jetzt wirklich zu viel. Also was war denn das schlüssige, für dich schlüssige Argument, was Sarrazin gesagt hat? Das hat nicht Sarrazin gesagt, das ist es ja. Das war einer von den Gegenpolen. Also das war nicht Sarrazin, der das gesagt hat. Wer hat das denn gesagt? Kennt man den Gegenpol, der das gesagt hat? Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ist auch wurscht. Ich glaube, das war einer von der FDP. Also ich weiß jetzt wirklich nicht mehr den Namen. Okay, aber was hat er gesagt? Das interessiert mich. Er hat wirklich gesagt, wären mehr Polizisten damals in Köln bei der Silvesternacht gewesen, hätte es nicht zu diesen ganzen Massenvergewaltigungen, wäre es nicht dazu gekommen. Ja, wobei, wir wollen vorsichtig sein mit dem Wort Massenvergewaltigung. Es gab massenweise Übergriffe. Aber das stimmt natürlich. Wenn mehr Polizei da gewesen wäre und wenn die besser koordiniert worden wäre, wäre das Desaster nicht passiert. Ist das so eine Neuigkeit? Ich meine, das wissen wir doch so seit einem Jahr schon. Domi, die Sache ist, ob da nun ein Polizist ist oder ob da eine Million Polizisten sind. Die können doch nicht steuern, was in deren Köpfen vor sich geht von den Leuten, die das gemacht haben. Nee, aber es gab ja gar kein ordentliches Sicherheitskonzept. Die Polizei ist ja überrannt worden von den Ereignissen. Das wird hundertprozentig nicht wieder vorkommen hier in Köln. Dafür musste der damalige Polizeipräsident auch seinen Hut nehmen. Er hat die Verantwortung dafür getragen. Da ist alles schiefgelaufen. Das verteidigt ja auch schon kaum jemand mehr. Da hast du recht, das ist schon okay, was du sagst. Aber es ist doch wirklich so, dass man doch nicht lenken kann, was in deren Köpfen vor sich geht. Das stimmt auch wiederum. Was in den Köpfen von den Verursachern oder von den Tätern vorgeht, das kann man schwerlich denken. Genau das meine ich, ja. Und das hat in meinen Augen überhaupt nichts mit der Polizei zu tun. Sondern? Ja, das hat was damit zu tun, dass es einfach, dass wir einfach zu tolerant waren und einfach zu viele Leute mit viel zu unterschiedlichen Werten, die wir in unserer Gesellschaft haben, in unser Land gelassen haben. Aber Frank, das, was du jetzt gerade sagst, das ist ja fast schon Konsens bei allen großen Parteien. Das sagt ja irgendwie indirekt auch schon die Bundeskanzlerin und auch die SPD sagen das. Also Domi, jetzt ohne Flachs, das ist eine Beleidigung. Warum? Wirklich. Warum? Bitte? Warum ist das eine Beleidigung? Ich meine, diese Diskussion wird doch jetzt seit einem Jahr wirklich intensiv in allen Parteien geführt. Und dass man vielleicht in den letzten Jahren zu lasch an die Integration herangegangen ist, dass man zu wenig darauf geachtet hat, die Leute auch wirklich gezielt hier einzuführen, dass man streng darauf achtet, dass sie sich an unsere Gesetze und unser Grundgesetz halten. Das sagen doch mittlerweile fast alle Politiker. Ja, und was passiert? Nichts, Domi. Nichts passiert. Wieso sagst du eigentlich immer Domi zu mir? Domi, das ist für mich ein Spitzname. Also, okay, gut, habe ich nichts dagegen. Domi. Frank, ich höre gerade, dass wir eine Anruferin haben, die dir vielleicht auch etwas entgegensetzen will. Bleib du bitte dran, Frank, und wir begrüßen zusammen die Emma, 55. Ja. Guten Morgen, Emma. Hallo. Ja. Also, ich habe was zu sagen, weil meine Nachbarn nebendran sind Türken und Muslime. Mhm. Und das sind eine ganz tolle Familie. Die haben nach 4 Jahren von meinem Mann seinen Tod, haben mir sehr geholfen. Mhm. Auch die Familie auch, von denen habe mir das Leben gerettet, dass ich mir nicht selber das Leben nehme, nach meinem Mann seinen Tod. Mhm. Und ich habe verstanden, was die Familie wolle eigentlich hier in Deutschland. Die wolle Freundschaft haben, die wolle mit uns zusammenleben, die wollen keinen Hass schüren, die wollen einfach mit uns zusammenleben, mit uns zusammenarbeiten, dass das Land nach oben kommt, nicht nach unten gedrückt wird. Das ist eine sehr schöne Geschichte und es sind tolle Erfahrungen, die du da schilderst. Ja, und deshalb finde ich das Schweinerei. Die Merkel, die kann nicht rechts und immer links gucken, weil jeder hackt auf die Frau rum und die versucht, alles zusammenzuhalten. Und ich sag eins, der nächste Bundeskanzler kriegt das auch nicht in die Reihe, weil die Frau, die kämpft wie eine Verrückte.
Und ich finde, also das, was er macht, macht es sagenhaft. Also Ihren berühmten Satz, wir schaffen das. Wir schaffen das wirklich, wenn wir alle zusammenhalten. Ja, okay, jetzt kann der Frank vielleicht mal direkt von seiner Sichtweise aus der Gegend halten, Frank. Ja, okay. Hallo erstmal, ich habe jetzt deinen Namen vergessen. Emma. Ja. Emma, hallo Emma. Ja, okay, pass auf, das finde ich total toll. Ich bin da wirklich auch voll deiner Meinung. Es gibt wirklich total coole, nette Menschen, ja. Leute aus diesen Gruppen. Aber das sind 5% von 100. Nix 5%. Ich wohne in einem Stadtteil. Da wohnen 50% plus Türken. Ich sag, und da wohnst du? Ja, da wohne ich. Und ich bin als Deutsche sehr, sehr gut aufgehoben bei denen. Und wir wohnen mehrere deutsche Menschen, die helfen uns und wir verstehen uns sehr gut. Im Sommer gibt es bei uns immer eine große Grillparty. Ja. Und da sind die Deutschen sehr herzlich eingeladen. Da wird gelacht und gefeiert und getanzt. Und das glaube ich dir sogar. Das glaube ich dir. Ja, und nicht immer über die Muslime schenne, weil die haben ein wahnsinnig gutes Herz für uns. Sie retten nicht schlecht über uns. Wir retten schlecht über die. Vielleicht, Frank, könnte man deine Zahlen einfach mal umdrehen, dass es eine Minderheit gibt, vielleicht sogar eine sehr aktive Minderheit, die auffällig ist. Und die auch den Ruf der vielen, vielen, vielen ordentlichen Muslime in Deutschland einfach beschmutzen durch ihre Aktion. Ja, so aber, das ist eine Minderheit. Und die muss man natürlich, da muss man natürlich hinterher sein. Entweder abschieben oder ins Gefängnis. Klar. Nee, abschieben. Die, wo sie strafbar machen, ja. Deutschland, abschieben. Ja. Und die, wo normal sind, wie wir Deutschen, wo Steuer bezahlen, wo sich jeden Tag mit dem Arsch aufstehen und schaffen gehen und abends müde heimkommen, die müssen wir hochheben. Nicht die, wo straffällig sind. Frank, aber da sind wir doch alle einer Meinung, oder? Da gebe ich dir und Emma recht. Ja, das ist schon okay. Aber die Minderheit ist leider... Ich sehe es umgekehrt. Also für mich ist es wirklich so, dass... aber Frank, Was die Emma gerade beschreibt, dass das wirklich... Bitte? Wolltest du gerade was sagen? Ja, ich wollte gerade dazu gehen. Wenn das stimmt, was du sagst, dann hätten wir ja fast bürgerkriegsähnliche Zustände ja, hier. Ja, so sieht's aus. Haben wir doch nicht. Noch nicht. Aber es kommt, wenn wir weiter so machen. Ja, man kann den Hass ja auch schüren. Ich wohne hier in Köln. Köln ist eine solche multikulturelle Stadt. Hier wohnen so viele Türken. Ja, ich finde Köln toll. Also, ich habe nichts. Im Großen und Ganzen, es gibt natürlich üble Zwischenfälle. Da gibt es gar nichts zu lösen. Gibt es auch bei den Deutschen. Ja, vielleicht auch noch in einigen Stellen vermehrt aus dieser Ecke. Aber im Großen und Ganzen leben wir alle wunderbar zusammen. So ist es. Und die Türken sagen, wir sind eine kölsche Jungen und das sind kölsche Türken. Und das ist doch toll. Du Domi, ich werde morgen zum Laden gehen und mir einen Döner kaufen. Da habe ich, ich esse gerne Döner. Ich liebe die türkische Küche zum Beispiel. Mhm. Das ist doch ein Pluspunkt. Das hat alles... Die Sache ist die, das sind wirklich Leute, die hier integriert sind, die hier ihre Steuern zahlen, die wirklich auch keinen Mist bauen. Mhm. Das sind ganz liebe Menschen, Emma, das weißt du auch. Darf ich da noch was sagen? Ich bin auch Deutsche, ich bin Italienerin. Ich wohne schon seit 45 Jahren hier in Deutschland. Ich kann super Deutsch, ich habe Schule gemacht, ich habe studiert und alles. Ja. Ich bezahle meine Steuer, ich war noch nie straffällig. Und deshalb, ich habe meine Kindheit sehr böse Sachen erlebt, wie Spaghettifresser und alles. Meine Mutter hat zu mir gesagt, bring die Kinder mit zum Essen, dann erleben sie mal die Spaghetti, wie die schmecken. Und die Kinder haben die Teller abgeschleckt, so hat es dann die Spaghetti geschmeckt. Das stimmt, in der Zeit, als du Kind warst, Emma, meine Mama hat gesagt, bring die Kinder mit, wo euch fertig mache. Die wollen dann anfangen nicht. Also dann habe ich gesagt, komm mit uns heim und isst mit uns, mit am Tisch. Meine Mama macht Spaghetti. Wir kennen das nicht, wir wollen das nicht. Und dann sind 3-4 Kinder nach Hause gekommen zu uns und haben gegessen. Die haben die Teller abgeschleckt. Und seitdem seid ihr hochbeliebt und alles war gut. Seitdem war das Theater weg von unserer Straße. Lieber Frank, wirst du immer noch AfD wählen? Lieber Man muss bloß die Leute
zum Essen einladen und dann kann man sie kennenlernen. Okay. Und nicht einfach sagen, wir wählen das und das und das. Okay. Zum Schluss kriege ich mir die Arschkarte gezogen. Okay, jetzt lassen wir mal den Frank sprechen. Ich hatte ihn ja gerade gefragt. Okay, jetzt habe ich schon fast die Frage wieder vergessen. Na, ob du immer noch AfD wählen willst? Ja, natürlich. Mhm. Oh. Es sind wirklich, auch die liebe Emma kann mich nicht überzeugen. Es sind wirklich, Emma, du hast... Weil, weißt du was? Ich lade dich zum Essen ein. Ich lade dich zum Essen ein. Und werde mal die Türken richtig kennenlernen. Also, das war ein interessanter Austausch mit euch beiden. Mhm. Wir leben in einem demokratischen Land. Jeder kann Gott sei Dank wählen, was er will. So ist es. Er hätte mich gefreut, wenn wir noch ein bisschen näher an Frank rangekommen wären. Aber okay, das hat jetzt nicht geklappt. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ihr beiden habt euch hier unterhalten können. Mhm. Und liebe Emma, vielen Dank für deinen engagierten Beitrag. Und Frank. Domian, kriege ich von dir noch eine Karte? Ja, klar, sehr gerne. Da musst du auflegen und wir melden uns gleich nochmal wegen deiner Anschrift. Und du hast eine super Sendung gemacht. Danke. Du bist ein super Mensch. Danke, Emma. Alles Liebe. Bitte. Tschüss. Lieber Frank, dir auch alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch und für deine Zukunft wünsche ich dir wirklich, mach, was du willst. Du hast jetzt frei, leb dein Leben. Ne? Du bist ein geiler Typ, ich finde dich voll in Ordnung und ich würde mich auch über eine Karte freuen. Ja, sehr gerne. Wir rufen dich auch gleich nochmal zurück wegen deiner Anschrift. Okay, alles klar. Ciao. Ciao, Johann. Okay, tschüss. Ciao. So, wir haben 1.36 Uhr und hier ist unser... letztes Thema, was wir in der Sendung Domian schwerpunktmäßig machen werden. Diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema, ihr habt es ausgewählt, Zwänge und Rituale. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ungewöhnliche Angewohnheiten haben, zum Beispiel lustige Zwänge oder auch sehr bedrückende Zwänge, belastende Zwänge. Und ich würde gerne mit Leuten sprechen, die schräge Rituale für bestimmte Lebenssituationen haben. Also fast jeder von uns hat ja irgendwelche merkwürdigen Angewohnheiten. Zum Beispiel ist meine Angewohnheit all die vielen, vielen Jahre gewesen, dass ich hier, bevor die Sendung losgeht, immer erst exakt eine Minute vorher in dieses Studio gegangen bin. Nicht zwei Minuten vorher, nicht drei Minuten vorher, sondern genau eine Minute vorher. Hat sich so ergeben und da habe ich mich wohl gefühlt. Und wenn ich dieses Ritual verlassen habe, dann war ich so ein bisschen irritiert innerlich. Aber da gibt es ja noch viel dramatischere oder verrücktere Sachen. Zwänge und Rituale, unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wie immer könnt ihr gerne mailen, domian@wdr.de oder Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen oder während der Sendung. Zwänge und Rituale, heute Montag. Freie Themennacht. Bei eBay läuft unsere Versteigerungsaktion für den Hirsch. Stichwort Domian Hirsch. Könnt ihr direkt auf eBay gehen oder eben über den Link von 1live.de. So, Florian. Florian ist 17 Jahre. Hallo Florian. Guten Morgen Domian. Hallo. So, hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch so. Und zwar habe ich ein Problem. Ich leide an einer, würde ich sagen, Spielsucht. Mhm. Ich spiele ein Computerspiel namens Counter-Strike Go, und dort spielt man halt mit verschiedenen Waffen und diese Waffen kann man mit diesen sogenannten Skins verändern, das heißt, sie sehen anders aus, haben halt anderes Design so gesehen. Mhm. Und diese Skins haben einen Wert von wenigen Cent bis mehreren Euros. Sag nochmal, ich habe das akustisch nicht verstanden. Und diese Skins haben dann einen Wert von... Ach, einen Wert. Genau, einen Wert von ein paar Cent bis viele hundert Euro. Genau, und ich, so gesehen, spiele mit diesen Skins. Das heißt, ich verwette sie. Mhm. Und das geht halt alles von meinem Taschengeld ab, weil ich noch Schüler bin. Du verwettest sie, das heißt, in der Regel machst du Minus. Genau, so ist es ja. Es gibt halt diese Seiten, wo ich dann meine, sag ich mal, Skins setze. Mhm. Und entweder man macht halt mal für einen kurzen Zeit Plus oder man geht halt Minus. Mhm. Ja. Und wie viel Geld gibst du da? So circa also so im Monat monatlich, aus? Monatlich so um die 40 Euro. Ja. Hast du schon Schulden deshalb? Nee, Schulden nicht. Das geht alles von meinem Taschengeld ab. Wie lange machst du das schon? Also ich glaube jetzt schon, ich habe zwar mal Pausen zwischendrin, aber so insgesamt 1,5 Jahre. Mhm. Gut, dann ist ja schon einiges in 1,5 Jahren an Geld da zusammengekommen, ja, was da das stimmt, definitiv weg ist.
Genau, genau. Kriegen das deine Eltern mit, dass du das machst? Ja, ich habe mit meinen Eltern auch schon drüber gesprochen. Mhm. Und die meinten auch, dass ich das Geld doch, also sie sagen, es ist mein Taschengeld, ich muss wissen, was ich damit mache. Mhm. Sagen sie ganz klipp und klar, sag ich mal. Mhm. Und die sagen aber auch, dass es wichtiger wäre, einen das Geld sparen für einen Führerschein, für ein Auto, alles sowas, was halt wichtiger ist, was vom, wovon man was hat, sag ich mal. Wie viel Taschengeld bekommst du denn im Monat? Also ich bekomme jeden Monat auf mein Konto 50 Euro und dann nochmal 40 Euro. Also 90 Euro. Genau, genau. Und davon geht ungefähr die Hälfte immer, ist das immer so ungefähr die Hälfte, die du verballerst? Kommt drauf an, aber maximal die Hälfte, ja. Mhm. Was genau. Findest du denn selbst dabei bei der Vorstellung, dass das Geld immer weg ist? Ja, also, was mich wirklich so reizt, ist der Zwang. Also nicht der Zwang, aber dieses tolle Gefühl, mal was zu gewinnen. Ja, das ist halt immer, wenn man dann wirklich mal, sag ich mal, einen Hunderter gewinnt oder so, da hat man dieses Glücksgefühl. Aber vorher, genau so, ganz genau so, fängt jede Spielsucht an. Genau, genau, das weiß ich ja, weil am Ende macht die Seite oder der Betreiber immer Plus. Ja, genau, ganz genau. So ist es einfach. Das, genau, das so wie du es gerade gesagt hast, haben mir schon Jungs erzählt, die an Apparaten spielen oder Leute, die Roulette spielen. Genau, das sehe ich ja so gesehen auch, ja. Mhm. Ja, genau, was auch immer. Und das saugt einen Menschen, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, so peu à peu immer weiter da rein, bis das eine wirklich richtig körperliche Sucht ist, wie eine Rauschgiftsucht. Mhm. Und deshalb musst du, finde ich, so jetzt, du bist noch relativ jung und so ganz lange läuft es auch noch nicht, musst du die Bremse ziehen. Ja, sonst kommst du da nicht mehr weg. Und dann wird es alles viel komplizierter. Ja, du kommst vielleicht irgendwann weg, aber es wird alles komplizierter, je tiefer du da reingerätst. Genau, genau. Ja, ich habe jetzt auch schon, also jetzt die letzten zwei Monate ging es, da wurde das schon alles ein bisschen weniger. Mhm. Also ich bin da guter Dinge, dass es jetzt im nächsten Jahr auch besser wird, weil dann bin ich auch 18, da muss man halt auch wirklich mal gucken oder langsam mal so dran denken, wo geht's hin. Mhm. Weißt du, die Grundregel bei schweren Süchten ist in der Regel, ganz rauszugehen und nicht sich vorzugaukeln, naja, ich bin jetzt nur noch so ein bisschen und mache hier noch was und da noch was. Das ist beim Alkoholiker genauso. Der muss dann komplett raus aus der Nummer. Die Frage ist, ob du es schaffst alleine oder ob du vielleicht für den Anstoß doch ein bisschen professionelle Hilfe brauchst. Naja, meine Freunde unterstützen mich da auch. Also, deine Freunde? Ich habe sehr viele Freunde, die mich da unterstützen. Ja, ob die das können? Ich denke mal schon. Dann hör doch ganz auf. Dann mach doch einen Schnitt, mach doch einen klaren Schnitt. Ja. Sag ich, ab 1. Januar ist Schluss. Dann machen wir das so, Domian. Ja, wenn du es so schaffst noch, ist ja, wäre super. Wenn das wäre doch schon mal ein Vornehmen für das Jahr 2017. Wäre doch genau jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, 1. Januar 2017 ist definitiv Schluss. Und wenn du dann merkst, dass du das nicht schaffst und wieder rückfällig wirst, dann würde ich dir schon raten, mal, du musst ja nicht gleich eine Riesentherapie machen, aber mal zu einer Beratungsstelle für Suchterkrankungen gehen. Ja? Genau, das werde ich machen, Domian. Da werde ich dran halten. Florian. Du hast mein Wort. Toi, toi, toi. Ja, ich hoffe es. Ja, man steht zu seinem Wort, Domian. Alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute und ja. Dann. Bis dann. Tschüss, Florian. Ciao. Tschüssi. Und hier ist Sabine. Sabine ist 53. Morgen, Sabine. Ja, hallo, Domian. Hallo, Sabine. Ich bin total nervös. Ach. Um was geht's denn, Sabine? Ja, ich wollte vorneweg sagen, dass mich der Anruf von der 91-Jährigen, von der Lore, sehr berührt hatte. Vor letzte Woche? Ja. Ja, mich auch sehr. Genau, und sie hatte einen Satz gesagt, dass die Jüngeren nichts von den Alten wissen wollen. Und ich wollte gerne Werbung machen für die Idee Wohnprojekt. Und es gibt ja auch Wohnprojekte, mehr Generationen, alle Generationen. Mhm. Und da ist es genau umgekehrt. Also da sind gerade die Jüngeren sehr interessiert an den Älteren. Mhm. Bist du in einem solchen Wohnprojekt? Genau, ich lebe seit 12 Jahren in einem Wohnprojekt. Ach, beschreib das Wohnprojekt mal. Wie sieht das aus? Was für Leute sind da? Also wir sind 11 Frauen im Alter jetzt aktuell, von 52 bis 83 ungefähr. Nur Frauen? Wir sind jetzt nur Frauen. Ist das aber Zufall? Wie bitte? Ist das Zufall? Ja, bei mir lag es an den finanziellen Mitteln. Also ich hätte mir keine Baugemeinschaft leisten können. Nee, ich meine, ist es Zufall, dass da nur Frauen sind? Nee, das ist kein Zufall. Das ist der Verein. Unser Verein heißt Archonora, ist ein gemeinnütziger Verein. Mhm. Und der hat zum Ziel,
Wohnprojekte zu fördern für Frauen im Alter, gegen die Vereinsamung im Alter. Mhm. Und das sind ja meistens, wenn die Kinder aus dem Haus sind, der Partner vielleicht nicht mehr da ist. Mhm. Dann haben ja auch schon viele bei euch angerufen, die in so einer Situation sind. Ja, ja, genau. So, ihr seid jetzt, wie viele Frauen hast du gerade gesagt? Wir sind 11. 11 Frauen. Wie wohnt ihr? Also wir haben jede unsere eigene Wohnung. Das ist auch bei den meisten Projekten so. Mhm. Und Gemeinschaftsräume, also einen großen Raum. Wie groß ist deine Wohnung zum Beispiel? Ich musste eine kleinere nehmen, weil ich Geld vom Amt bekomme, aber die ist immerhin noch 43 Quadratmeter. Oh ja, ist okay, ne? Ja, ist okay. Ja. Aber das ist ein abgetrennter Raum mit einer Tür, die man verschließen kann. Nee, das ist eine richtige Wohnung. Eine richtige Wohnung. Mit, genau. Ja. Und dieses Haus, in dem ihr wohnt, wem gehört das Haus? Das gehört einer alteingesessenen Baugenossenschaft, also die auch mehrere tausend Wohnungen hier in der Stadt haben. Welche Stadt ist das? Hamburg. In Hamburg, ah ja. Mhm. Und wir haben hier weit über 100, ich glaube inzwischen 130 ungefähr, ganz verschiedenste Wohnprojekte. Mhm. Und die meisten sind allerdings Baugemeinschaften, wo man viel Geld, also naja gut, 10.000 Euro müsste ich für meine Wohnung investieren und die hätte ich nie gehabt. Und inzwischen, wir waren das erste Projekt mit einer alteingesessenen Genossenschaft. Mhm. Das gab es vorher so noch nicht. Die haben sich das getraut mit uns und jetzt haben sie schon, glaube ich, das dritte Projekt inzwischen, was sie realisieren. Mhm. Und die anderen, es gibt ja mehrere große Genossenschaften, sind jetzt auch offen für die Idee. Ja, ich muss noch mal kurz nachhaken. Dieses Bauprojekt heißt, dass dann gemeinschaftlich ein Haus gebaut wird, oder? Das ist es bei den Baugemeinschaften, weil die einem das Geld investieren. Mhm. Und bei uns war es ja so, dass wir praktisch... Das war ja schon da, das Haus. Das wurde gebaut, aber wir haben damit nichts zu tun. Wir haben ja nur Mietverträge. Genau. Und jetzt erzähl mir nochmal zu den Gemeinschaftsräumen. Wie viele Gemeinschaftsräume gibt es? Wir haben einen großen Gemeinschaftsraum, wie eine Wohnung. Also da ist auch ein Badezimmer drin und eine Küche. Mhm. Da können auch Gäste übernachten. Und wir können zusammen kochen, wenn wir das wollen. Oder sogar Veranstaltungen machen, das ist groß genug. Und eine Dachterrasse. Nicht schlecht. Ja, und einen Garten, den teilen wir uns mit zwei anderen Mietshäusern, die hier noch dazu gehören. Auch super. Diese Gemeinschaftswohnung, wird die oft genutzt oder steht die eigentlich mehr leer? Ach, die wird auch von anderen Projekten genutzt, die im Aufbau sind zum Beispiel. Also dieser Verein, zu dem wir gehören, der bringt ja auch neue Projekte nach wie vor auf den Weg. Und die treffen sich dann hier. Ja, der Hintergrund meiner Frage ist, ist das wirklich eine Gemeinschaft? Merkt man das? Oder ist das eigentlich so wie ein normales Mietshaus, wo eben viele Leute bunt zusammengefüllt wurden? Ja, das hat sich in 12 Jahren natürlich ein bisschen verändert, weil auch die Fluktuationen, also sind ein paar ausgezogen und neue eingezogen. Mhm. Das ist halt je nach Sympathie. Also wir machen selten alles zusammen oder alle was zusammen. Das trifft sich nach Sympathien. Aber man kann... Wenn Leute kochen oder einen Spieleabend machen, kann man immer dazukommen. Das ist offen für alle. Ja. Gibt es denn da so eine Übereinkunft? Du sagst, da sind auch sehr viel ältere Leute dabei, dass wenn jemand Pflegebedarf hat, dass dann die anderen einspringen? Ist das geregelt? Das haben wir uns von vornherein klar gemacht, dass wir das nicht könnten. Also bei uns ersetzt das Wohnprojekt keinen Pflegedienst. Ich glaube, das ist auch bei allen anderen so. Mhm. Aber das könnte man ja trotzdem in einer eigenen Wohnung bekommen, wenn man jetzt Pflege bräuchte. Genau, aber auf jeden Fall, das habe ich jetzt schon mal gelernt oder verstanden, wie du es erzählst, ist das eine gute Idee gegen Einsamkeit. Denn da sind viele Leute im Haus und mit dem einen oder anderen kann man sich eher näher anfreunden, man macht was zusammen, trinkt Kaffee, unternimmt was und so weiter. Man kann natürlich auch im stinknormalen Mietshaus eine schöne Hausgemeinschaft haben, aber das Glück haben ja nicht alle. Genau. Und hier, wenn man die Zeit hat, sich vorher gut kennenzulernen, dann kann man eine sehr schöne Zeit zusammen haben. Und die Sache ist nur, Sabine, du hast Bezug genommen auf unsere sehr nette Anruferin Lore, 91 Jahre oder 92. Mhm. Vielleicht sage ich es mal für die anderen, die sich nicht erinnern. Lore hat vor kurzem ihren Mann verloren, mit dem sie 69 Jahre sehr, sehr glücklich verheiratet war. Mhm. Und die beiden haben auch sehr aufeinander konzentriert gelebt. Und nun sitzt Lore alleine in ihrem Haus und ist wirklich sehr einsam und hat eigentlich keine Lust mehr zu leben, weil sie keinen Sinn mehr darin sieht, irgendetwas vielleicht noch zu machen. Ich glaube, wenn man sowas anstrebt, was du gerade erzählst, muss man relativ früh damit beginnen.
Je früher, desto besser. Je früher, desto besser. Ich glaube, wenn man 91 ist, kann man nicht mehr in so ein Projekt gehen. Ich glaube, bei ihr, das wäre jetzt so mein Eindruck, hängen so viele Erinnerungen an ihrem Haus. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch ausziehen würde wollen. Es ist ja eh schon schwierig für ältere Leute, nochmal einen richtigen Umzug zu machen. Aber grundsätzlich kann man sagen, ich weiß es von zwei Fällen, da ist eine ältere Dame mit 80 noch aus dem Altersheim, vom Altersheim in ein Projekt gezogen. Ach, das ist ja toll. Das ist ja wirklich eine schöne Sache. Und in Hamburg ist eine 70-Jährige in ein Wohnprojekt gezogen, das aus einer WG besteht, also mit 10, beziehungsweise mit 9 anderen Leuten ist sie zusammengezogen und leider ist sie dann mit Ende 70 an Demenz erkrankt, aber sie hatte noch sehr schöne Jahre, ist mit den Jüngeren an die Uni gefahren als Gasthörerin. Und ich glaube, dass solche Projekte immer mehr zunehmen werden in unserer Gesellschaft, Gott sei Dank, weil es auch immer mehr ältere Leute gibt, vielleicht auch immer mehr Singles gibt, die Angst haben, alleine zu sein. Genau, also es muss ja nicht nur ältere Frauen sein, jetzt wie bei uns, sondern mehr Generationen oder alle Generationen. Mhm. Finde ich eine sehr schöne Idee. Aber an dich jetzt die Frage, du bist ja noch relativ jung, mit 53. Warum hast du dich jetzt schon dafür entschieden? Das hätte ja auch in 10 Jahren, wäre es auch noch okay gewesen. Ja, vor 12 Jahren bin ich ja eingezogen mit 41. Ach so. ich hatte so viel schlechte Erfahrungen in Mietshäusern. Mhm. Mit Nachbarn, teils sogar einmal Mobbing von einer Nachbarin. Ganz belastend war das und ich stand da dann immer alleine, weil die Freunde waren ja nicht immer da, die konnte ich nicht immer zur Hilfe rufen. Und ich hatte so die Idee, im Projekt geht man anders miteinander um, wenn einen was stört. Aber in einem solchen Projekt gibt es sicher nicht auch nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da wird es auch Konflikte geben können, vielleicht auch Mobbing-Situationen. Wie löst man das? Ja, das ist schwierig. Also wie gesagt, wir haben sehr viele Projekte in Hamburg, ich glaube landesweit die meisten, und da nehmen sehr viele Projekte Mediation in Anspruch, wenn man gar nicht mehr weiterkommt. Und wir müssten das eigentlich an der einen oder anderen Stelle bei uns auch manchmal machen. Ist noch nicht zustande gekommen. Mhm. Also wir lösen Konflikte nicht so gut, da sind wir nicht so gut drin. Mhm. Das liegt ein bisschen dran, dass die Älteren keine WG-Erfahrung haben. Also die Jüngeren haben da mehr Erfahrung und können da vielleicht eher mal einen Kompromiss eingehen oder... Gut, ich will es auch nicht vertiefen, aber Mediation ist eine gute Möglichkeit. Okay, solche Angebote sind da dann schon mal gegeben, was man in normalen Mietshäusern dann eben nicht so hat. Ganz genau, ja. Sogar unser Vermieter hätte eine Frau, die für Nachbarschaftsstreitigkeiten da ist, aber die würde bei uns dann auch vermitteln, wenn wir das wollten. Mhm. Aber bei euch ist noch alles im grünen Bereich. Ja, ich will ja jetzt Werbung für die Idee machen. Ja, wir haben es immer in den Haaren. Jeden Tag fliegen wir uns die Fetzen. Nein. Es ist schwierig, auf jeden Fall. Ich würde den Tipp geben, wenn man jetzt eine Gruppe selbst gründen möchte, dass man sich sehr viel Zeit zum Kennenlernen nehmen sollte. Unbedingt, ja. Ja. Und sich selbst wirklich mal ganz ehrlich fragen, was erwarte ich oder was wünsche ich mir. Mhm. Und das auch offen sagen, weil daraus können schon viele Enttäuschungen entstehen, dass Leute nicht... Ja. Klar sagen, was sie eigentlich wollen. So, auf jeden Fall eine tolle Idee. Ja, genau. Finde ich gut und ich freue mich, dass du sie uns hier vorgestellt hast. Und auch wenn es leider nichts für die Lore ist, ich wünsche ihr alles Gute, falls sie zuhört. Das ist ja nett. Wir haben sehr viel hier auch in der Redaktion über sie noch gesprochen. Wenn sie uns zuhört, wirklich herzliche Grüße und alles Liebe. Liebe Sabine, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich ihr auch. Ich wünsche dir auch alles Gute für dein Leben ohne Nachtarbeit. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist der Yannick, 18. Guten Morgen, Yannick. Guten Morgen, Domian. Hallo, Yannick. Wie geht's? Gut, danke. Und dir? Ja, mir geht's auch. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, ist gleich weg. Yannick, weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich das deutsche Schulsystem kritisiere, tatsächlich, ja. Und zwar... fängt halt damit an, dass ich persönlich finde und auch die Erfahrung gemacht habe und auch von anderen gehört habe, dass die Schule nicht auf das richtige Leben vorbereitet. Dazu kann ich einmal sagen, gab es schon, ich weiß nicht, wie lange das her ist, einen Post von einer jungen Frau, die hat auf Facebook gesagt, genau weiß ich das ja auch nicht mehr, ich weiß in 3 Sprachen, wie man ein Gedicht analysiert, aber ich weiß nicht richtig, wie ich meine Steuern bezahle oder sowas, irgendwie sowas. Mhm. Und die hat damit sehr viel Aufsehen erregt, weil die Debatte auch sehr heiß ist, war und auch immer noch ist.
Und weißt du, das ist ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, wie du gerade gesagt hast. Ich kann drei Sprachen, aber ich weiß nicht, wie ich meine Steuer mache. Man könnte es noch ausdehnen. Ich kann drei Sprachen, aber ich weiß nicht, wie ich mit dem Tod umgehen soll. Ja. Ne? Solche emotionalen Sachen lernt man ja auch nicht auf der Schule. Nee, sowas lernt man überhaupt nicht. Das ist alles. Okay, das ist auch natürlich ein bisschen auch Sache der Eltern, finde ich jetzt. Also, dass die Schule ein Teil der Erziehung ist, aber nicht alles, finde ich, ist ganz normal. Ich habe neulich zum Beispiel, wo war denn das? Egal, neulich einen Artikel gelesen, dass man in Finnland experimentiert damit, dass es gar keine Fächer mehr gibt, sondern dass man themenspezifisch lernt. Wie das genau funktionieren soll, weiß ich noch nicht, aber irgendwie scheinen die gute Erfahrungen damit zu haben. Was hast du denn so für Ideen, wie man es besser machen könnte? Themenspezifisch kann ich mir, also wie ist das gemeint, dass man... Ja, kann ich dir leider jetzt auch nicht genau erklären, wie die das machen, aber du hast da vielleicht auch eine Idee, wie man es besser machen könnte. Genau, was ich auf jeden Fall mal in Angriff nehmen würde, ist, dass es mehr praktisch gearbeitet wird als theoretisch. Also natürlich gibt es viele Praktika, die man machen kann, jetzt auch die Schule organisieren oder die man halt außerhalb macht. Allerdings gibt es viele, die ich kenne, die das außerhalb nicht können, nicht schaffen oder was auch immer. Und innerhalb der Schule ist halt so, gab es ein Praktikum, das ich gemacht habe, oder was auch gab, ist ein Auslandsjahr, das man machen konnte. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil damals meine Schulnoten nicht so... Was für ein Praktikum hast du gemacht, Janik? Ich war in der Autowerkstatt. Ah ja, und war das für dich gut? Das, um ehrlich zu sein, war eine Katastrophe. Also ich bin genau da reingekommen, als die gerade im Umzug waren. Und dann musste ich, was ich gemacht habe, ist Autoteile in Kisten schleppen, auf dem LKW und losgefahren. Und das jeden Tag, also zwei Wochen lang. Ja. Da hast du gar nichts von der wirklichen Arbeit eines Autotechniker-Mechanikers gelernt. Nee, das war echt schade. Vor allem, ich bin autointeressiert, aber das war echt ein Reinfall, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn du bist jetzt 18 Jahre alt, hast du, was für einen Schulabschluss hast du schon? Ich bin gerade dabei, mein Abitur zu machen. Ah ja. Sehr gut. Und was würdest du denn sagen, was du ganz individuell auf dein Leben gesehen, was fehlt dir in der Schulausbildung? Was hast du vermisst? Ja, wie schon gesagt, also das ist einfach dass man viel zu sehr dieses Thema reingeht, also dieses zum Beispiel jetzt, wenn man Shakespeare zum Beispiel, finde ich, ist wichtig, aber nicht, dass man da so intensiv drauf eingehen muss. Also wenn man, wie ich schon gesagt habe, jetzt zum Beispiel englische Literatur, das sehr interessant findet, das studieren möchte, dann kann man sich ja nachher noch damit intensiver beschäftigen. Aber in der Schule finde ich sowas einfach nicht nötig, weil es halt Leute gibt, die Masse, die anderes interessiert, ja, und das Schule. Aber die Frage ist, Janik, wenn man Abitur macht, will man ja den Leuten eine gewisse Grundbildung vermitteln. Ja, klar. Gehört da nicht Shakespeare, Goethe, Schiller, und auch wenn man das vielleicht später der eine oder andere überhaupt nicht gebrauchen kann, gehört das nicht dazu? Ja, das sage ich ja, aber oberflächlich. Also man muss da nicht so ins Detail gehen, finde ich. Also wie du schon gerade gesagt hast, wo braucht man das denn, außer wenn man sich in diesen Fachbereichen halt intensiver beschäftigen muss? Mhm. Also oberflächlich wird meiner Meinung nach vollkommen reichen. Jetzt werden natürlich die Pädagogen, werden die jetzt erwidern, ja, junger Mann, was heißt oberflächlich? Sollen wir nur erwähnen, dass die mal gelebt haben? Oder was? Wie weit sollen wir gehen? Ja, das kann ich jetzt auch nicht ganz... Nee, das ist schwierig, das ist mir schon klar, ja. Ja. Aber ich höre daraus, letztendlich läuft es darauf hinaus, dass du sagst, die... Mehr Praxis wäre einfach besser. Praxis wäre besser, ja, finde ich wirklich. Also. Oder eine Wahlmöglichkeit, dass die sich vielleicht so geisteswissenschaftlich mehr interessieren, dass die sich noch mehr orientieren, die gehen eben nicht in die Autowerkstatt und du hast Bock auf Auto, dann gehst du halt vielleicht naturwissenschaftlicher interessiert in eine Werkstatt. Ja, genau, das ist ja, so könnte ich mir das auch da in Finnland vorstellen, wie du gerade hast. Ja, ich vermute, so wird das auch sein. Ja. Janik, ist ein Gedankenanstoß. Ich danke dir, dass du angerufen hast und das gesagt hast. Ja, ich freue mich auch. Dankeschön. Und alles Gute wünsche ich dir. Danke, dir auch. Danke, Janik. Ciao. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik heute Nacht Tim Dohnke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und eBay Domian Hirsch. Oder ihr findet den Link auch bei 1 Live.
www.radio-essen.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Tschüss. Wieder alles zu regeln, mhm, und dass es gut sein könnte, dass ich dann Gewicht verliere. Als ich ihn dann fragte, ob das sicher sei, dass ich definitiv stark Gewicht verlieren werde, meinte er, ja, hundertprozentig sicher sagen kann man nie was, außer dass es nicht mehr weiter nach oben gehen wird. Aber es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass ich Gewicht verliere. In erster Linie habe ich mich natürlich sehr gefreut. In zweiter Linie kommt jetzt die Sorge dazu, ich sag mal, bei dem Gewicht, was ich habe, wenn ich jetzt schnell stark Gewicht verlieren würde, mhm, dann habe ich halt Angst, dass die Haut nicht zurückgehen würde. Dann müsstest du natürlich operieren lassen, es gibt neue Probleme. Aber vielleicht geht es ja auch ganz allmählich und vielleicht sehr körperfreundlich kann das ja sein, dass sich das reduziert. Aber worauf ich hinaus will, die Freude ist schon da. Du würdest nicht sagen, nee, ich will das gar nicht einnehmen, ich will so bleiben, wie ich bin. Das ist nicht der Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich bin nach den Jahren jetzt natürlich unglaublich froh, dass endlich was rausgekommen ist und Medikament gibt, was das ein bisschen einschränkt. Mhm. Also da bin ich sehr erleichtert, ja. Super. Daniel, dann drücke ich dir die Daumen, dass das wirklich alles so gut diagnostiziert ist, dass die Medikamente wirken und dass sie vor allen Dingen behutsam wirken und dass du dann sehr zufrieden sein wirst hinterher mit dem Ergebnis. Alles klar, super, dankeschön. Alles Liebe wünsche ich dir. Danke, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, am Freitag ist ja unsere letzte Sendung und ich würde gerne am Freitag mit dem einen oder anderen von euch sprechen, mit dem ich vielleicht vor kurzer Zeit oder vor vielen, vielen Jahren schon mal gesprochen habe. Vielleicht hattet ihr eine besondere, eine große Geschichte, ein besonderes Anliegen und seitdem ist doch noch oder vielleicht sogar viel und gravierend etwas passiert. Wenn dem so ist und ihr mir das gerne erzählen wollt, wie die Geschichte weitergegangen ist, dann meldet euch doch bitte unter domian@wdr.de, Stichwort Rückruf. domian@wdr.de, Stichwort Rückruf. Mal gucken, vielleicht können wir dann zusammen am Freitag miteinander sprechen. Hier ist Frank. Frank ist 45. Guten Morgen, Frank. Moin, Domi. Moin, ja. Moin aus Kiel. Bitte? Guten Morgen. Ich sag Moin Moin aus Kiel. Aus Kiel, das hatte ich verstanden. Frank, guten Morgen aus Köln nach Kiel. Weswegen rufst du an? Pass auf, ich bin seit 10 Jahren Mitglied der Linken, werde aber jetzt nächstes Jahr die AfD wählen. Ach du lieber Gott. Warum? Warum? Ist eine gute Frage. Der letzte Strohhalm war jetzt wirklich... Also ich habe heute der heiße Stuhl gesehen, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich habe das leider nicht gesehen, weil ich ja schon im Studio war hier. Ich weiß, dass die Sendung heute aufgelebt wieder ist bei RTL, ja. Ja, Sarah. Die ganze Sache ist eine sehr sinnvolle Einrichtung und ich bin immer sehr beeindruckt, wenn ich dort war und gesehen habe, wie die Krankenschwestern, die Pfleger und die Ärzte dort arbeiten. Also, ihr könnt sehr gerne weiter steigern. Wir würden uns sehr freuen. Ihr geht bitte auf eBay, Stichwort Domian Hirsch, und die Versteigerung läuft noch bis Mittwochnacht. Der es dann ersteigert hat, der dann den Hirsch ersteigert hat mit dieser Person, wenn diese Person es gerne möchte, würde ich sehr gerne am Donnerstag hier live in der Sendung sprechen. Ich würde auch sehr gerne dieser Person den Hirsch persönlich übergeben in den nächsten Tagen, damit man sich auch kennenlernt und wir vielleicht hier auch ein Treffen arrangieren können in Köln. Also eBay, Stichwort Domian Hirsch, da gibt es noch ein paar andere, die sich ein bisschen ranhängen, aber ihr seht dann schon auch das Foto von mir mit dem Hirsch, Domian Hirsch. Ihr könnt auch auf 1live.de gehen, da ist ein Link und dann findet ihr dahin 31.300 € im Moment. Bin mal gespannt, ob während der Sendung sich das noch steigern wird. Ich würde mich sehr freuen. So, wir machen weiter mit Jenny. Jenny ist 24. Guten Morgen, Jenny. Hi. Hi, Jenny. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, freut mich auch. Und zwar, ich wollte einfach mal darauf aufmerksam machen,
dass es viel zu viele Vorurteile gibt über dicke Menschen. Das heißt, die würden den ganzen Tag nur da sitzen und Burger essen, Cola trinken, was weiß ich. Und ganz viele kennen einfach die Hintergründe nicht. Also bei manchen trifft das sicherlich zu, aber denke ich nicht bei allen. Zum Beispiel auch bei mir. Genau, wir wollen nicht zu allgemein reden. Ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich betroffen bist. Ja, genau, ja. Ja. Darf ich zunächst fragen, damit ich mir ein Bild von dir machen kann, wie groß du bist und wie viel du wiegst? Ich bin 1,60 Meter groß und wiege knapp über 100 Kilo. Und du bist jetzt 24 Jahre alt. Wie lange bist du schon übergewichtig? Ich würde sagen, Ende der Pubertät. Also es hat ist rapide nach oben gestiegen mit 17 ungefähr. Mhm. Also ich war meine Kindheit über untergewichtig und in der Pubertät dann normal schlank. Und mit 17 ist innerhalb von einem guten halben Jahr habe ich 30, 40 Kilo zugenommen. Hast du eine Erklärung dafür, warum das passiert ist? Das konnte sich damals niemand erklären und ich war dann auch beim Arzt und habe damals mit meiner Mutter zusammen eine Kur beantragt. Mhm. Die wäre normalerweise 4 bis 6 Wochen gegangen, also mit Verlängerung 6 Wochen. Die meisten haben in dieser Zeit gute 8 bis 12 Kilo verloren. Das war dann mit Sportprogramm, Ernährung, mit allem drum und dran, mit Untersuchungen, woran es liegt. Ich war fast 3 Monate dort mit einer Person und die Person hat... Ich wollte gerade dazu gehen. Wenn das stimmt, was du sagst, dann hätten wir ja fast bürgerkriegsähnliche Zustände hier. Ja, so sieht's aus. Haben wir doch nicht. Noch nicht. Aber es kommt, wenn wir weiter so machen. Ja, man kann den Hass ja auch schüren. Ich wohne hier in Köln. Köln ist eine solche multikulturelle Stadt. Hier wohnen so viele Türken. Ich finde Köln toll. Also, ich habe nichts. Im Großen und Ganzen, es gibt natürlich üble Zwischenfälle, da gibt es gar nichts zu lösen. Gibt es auch bei den Deutschen. Ja, vielleicht auch noch in einigen Stellen vermehrt aus dieser Ecke. Aber im Großen und Ganzen leben wir alle wunderbar zusammen. So ist es. Und die Türken sagen, wir sind eine kölsche Jungen und das sind kölsche Türken. Und das ist doch toll. Du Domi, ich werde morgen zum Laden gehen und mir einen Döner kaufen. Da habe ich, ich esse gerne Döner. Ich liebe die türkische Küche zum Beispiel. Mhm. Einfach ein Pluspunkt. Das hat alles, die Sache ist die, das sind wirklich Leute, die hier integriert sind, die hier ihre Steuern zahlen, die wirklich auch keinen Mist bauen. Mhm. Das sind ganz liebe Menschen, Emma, das weißt du auch. Darf ich da noch was sagen? Ich bin auch keine Deutsche, ich bin Italienerin. Ich wohne schon seit 45 Jahren hier in Deutschland. Ich kann super Deutsch, ich habe Schule gemacht, ich habe studiert und alles. Ja. Ich bezahle meine Steuer, ich war noch nie straffällig. Und deshalb, ich habe meine Kindheit sehr böse Sachen erlebt, wie Spaghettifresser und alles. Mhm. Meine Mutter hat zu mir gesagt, bring die Kinder mit zum Essen, dann erleben sie mal die Spaghetti, wie die schmecken. Und die Kinder haben die Teller abgeschleckt, so hat es dann die Spaghetti geschmeckt. Das stimmt, in der Zeit, als du Kind warst, Emma, meine Mama hat gesagt, bring die Kinder mit, wo euch fertig mache. Die wollen dann am Anfang nicht. Also dann habe ich gesagt, komm mit uns heim und isst mit uns, mit am Tisch. Meine Mama macht Spaghetti. Wir kennen das nicht, wir wollen das nicht. Dann sind 3, 4 Kinder nach Hause gekommen zu uns und haben gegessen. Die haben die Teller abgeschleckt. Und seitdem seid ihr hochbeliebt und alles war gut. Und seitdem war das Theater weg von unserer Straße. Lieber Frank, wirst du immer noch AfD wählen? Man muss bloß die Leute zum Essen einladen und dann kann man sie kennenlernen. Und nicht einfach sagen, wir wählen das und das und das. Okay. Zum Schluss kriege ich mir die Arschkarte gezogen. Okay, jetzt lassen wir mal den Frank sprechen. Ich hatte ihn ja gerade gefragt. Okay, jetzt habe ich schon fast die Frage wieder vergessen. Na, ob du immer noch AfD wählen willst? Ja, natürlich. Mhm. Oh. Es sind wirklich, auch die liebe Emma kann mich nicht überzeugen. Es sind wirklich, Emma, du hast... Weil, weißt du was? Ich lade dich zum Essen ein. Ich lade dich zum Essen ein. Und die Türken richtig kennenlernen. Also, das war ein interessanter Austausch mit euch. Also, ich war Agnostiker und jetzt habe ich so eine Art Glauben. Mhm. Halt mal den Hörer irgendwie anders. Du klingst so verschwommen. Okay, so vielleicht. Ja, so ist besser. Ich weiß nicht. So. Ja, so ist gut. Okay. Du hast so eine Art Glauben. Ja, ich würde sagen, also es gibt ein Stichwort dazu, das heißt Omega-Punkt-Theorie. Mhm. Die erklärst du uns bitte.
Dazu muss ich weiter ausholen. Also nicht ausholen, da verstehen wir es nicht. Du musst dann ausgehen, dass das hier Leute sind, die überhaupt keine, oder ganz, also keine Insider in Sachen Physik. Du musst es ganz einfach machen. Ja, logisch. Okay, also die Idee ist, ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen von einem ziemlich krassen Physiker, der kommt aus den USA und der ist eigentlich ein renommierter Typ, aber er hat so ein esoterisches Buch, sage ich mal, rausgebracht über eine Art Religion und die heißt die Omega-Punkt-Theorie. Was ist jetzt die zentrale Aussage dieser Religion, dieser Theorie? Die Aussage ist, es ist theoretisch denkbar unter gewissen Annahmen, die aber für mich schlüssig sind, so eine Art Himmelswiederauferstehungskonzept zu haben am Ende des Universums, in dem quasi jedes bereits gelebte Leben wieder auferstehen kann und unendlich lange sich quasi also leben kann. Das ist so die zentrale Aussage. Ja, es ist eine Theorie, die auf Logik und Schlussfolgerungen beruht. Richtig, obwohl das diskutabel ist. Also es gibt viele Physiker, die sagen, das ist sehr esoterisch und weit hergeholt, aber ich persönlich finde eigentlich, dass es relativ flüssig ist. Steckt denn dahinter auch die Idee einer Gottheit? Richtig, also Frank Tipler selbst, also der das Buch und die Theorie geschrieben hat quasi, der identifiziert den letzten Punkt, den Raumzeitpunkt, Omega-Punkt, den identifiziert er mit Gott quasi. Mhm. Weil man in diesem Punkt, laut seiner Überlegungen, hat man in diesem Punkt unendlich viel Energie zur Verfügung und auch unendlich viel Zeit. Also, und von diesem Punkt geht alles aus. Das liegt daran, dass das eine Singularität ist. Ja, da bewegen wir uns quasi darauf hin. Das ist die Theorie. So. Also es gibt ja den Urknall, den Big Bang. Und es gibt ein kosmologisches Prinzip, das heißt Big Crunch. Das ist quasi, das Universum zieht sich irgendwann wieder zusammen. Ich gehe gleich dazwischen, Richard. Okay. Du bist ein Fachmann, also stelle ich die Frage gerne an dich. Es gibt die Theorie des Urknalls. Ja. Das heißt, ganz simpel ausgedrückt, dass die alle bestehende Materie im Universum auf ein kleines Staubkörnchen zusammengepresst war und dann auseinanderfliegt und dadurch das Universum entsteht. Im Prinzip ja. Wo aber hat es geknallt? Also natürlich ist, also soweit ich weiß, gibt es keine echte Aussage darüber, was es davor gab. Das Problem ist, das kann man genau schwierig das denken. Meine ich, ja. Und das hat in meinen Augen überhaupt nichts mit der Polizei zu tun. Sondern? Ja, das hat was damit zu tun, dass es einfach, dass wir einfach zu tolerant waren und einfach zu viele Leute mit viel zu unterschiedlichen Werten, die wir in unserer Gesellschaft haben, in unser Land gelassen haben. Aber Frank, das, was du jetzt gerade sagst, das ist ja fast schon Konsens bei allen großen Parteien. Das sagt ja irgendwie indirekt auch schon die Bundeskanzlerin und auch die SPD sagen das. Also Domi, jetzt ohne Flachs, das ist eine Beleidigung. Warum? Wirklich. Warum? Bitte? Warum ist das eine Beleidigung? Ich meine, diese Diskussion wird doch jetzt seit einem Jahr wirklich intensiv in allen Parteien geführt. Und dass man vielleicht in den letzten Jahren zu lasch an die Integration herangegangen ist, dass man zu wenig darauf geachtet hat, die Leute auch wirklich gezielt hier einzuführen, dass man streng darauf achtet, dass sie sich an unsere Gesetze und unser Grundgesetz halten, das sagen doch mittlerweile fast alle Politiker. Ja. Und was passiert? Nichts, Domi. Nichts passiert. Wieso sagst du eigentlich immer Domi zu mir? Domi, das ist für mich ein Spitzname. Also, okay, gut, da habe ich nichts dagegen. Domi. Frank, ich höre gerade, dass wir eine Anruferin haben, die dir vielleicht auch etwas entgegensetzen will. Bleib du bitte dran, Frank, und wir begrüßen zusammen die Emma, 55. Ja. Guten Morgen, Emma. Hallo. Ja. Also ich habe was zu sagen, weil meine Nachbarn nebendran sind Türken und Muslime. Mhm. Und das sind eine ganz tolle Familie. Die haben nach 4 Jahren von meinem Mann seinen Tod, haben mir sehr geholfen. Mhm. Auch die Familie auch von denen haben mir das Leben gerettet, dass ich mir nicht selber das Leben nehme nach meinem Mann seinen Tod. Mhm. Und ich habe verstanden, was die Familie wolle eigentlich hier in Deutschland. Die wolle Freundschaft haben, die wolle mit uns zusammenleben, die wollen keinen Hass schüren, die wollen einfach mit uns zusammenleben, mit uns zusammenarbeiten.
Seiten, dass das Land nach oben kommt und nicht nach unten gedrückt wird. Das ist eine sehr schöne Geschichte und es sind tolle Erfahrungen, die du da schilderst. Ja, und deshalb finde ich das eine Schweinerei. Die Merkel, die kann nicht rechts und immer links gucken, weil jeder hackt auf die Frau rum und die versucht, alles zusammenzuhalten. Mhm. Und ich sag eins, der nächste Bundeskanzler kriegt das auch nicht in die Reihe, weil die Frau, die kämpft wie eine Verrückte. Und ich finde, also das, was sie macht, macht sie sagenhaft. Also ihren berühmten Satz, wir schaffen das nicht, ja. Ja, weil man beginnt auch immer, natürlich als Physiker denkt man ständig über alle möglichen Dinge nach und hinterfragt, gerade wenn man theoretischer Physiker ist, noch grundlegendere Dinge. Das ist halt im Prinzip Philosophie und da steckt das quasi mit drin. Du bist theoretischer Physiker. Also ich habe, das war damals meine Diplomarbeit, inzwischen bin ich nur noch Programmierer. Ich habe nichts mehr mit Physik zu tun. Aber okay, aber wo wir dich schon in der Strippe haben, erklär uns, die wir das alle nicht wirklich kapieren, erklär uns mal bitte, was ein schwarzes Loch ist. Ja, also... also abgesehen von den üblichen Erklärungen, die man immer so hört, dass es da irgendwie... Aber leg mal los. Also ganz formal würde ich sagen, man hat Gleichungen gefunden, die haben eine gewisse Struktur und man hat festgestellt, diese Gleichungen beschreiben alles, was wir hier im Kosmos sehen, sehr gut. Mhm. Und diese Gleichungen, eine Lösung dieser Gleichungen, ich sag mal, die sind für sogenannte rotationssymmetrische Massenverteilungen, ergibt das eine gewisse Lösung und die hat eine Singularität. Ich glaube, wir sind schon ausgestiegen. Also, das ist zu kompliziert. Singularität ist ganz einfach. Das ist was, wenn du durch Null teilst. Ja. Das kennst du noch aus der Schule. Wenn man durch Null teilt, dann hat man immer damals hingeschrieben, nicht lösbar oder so. Ach, ich will es einfach ganz einfach wissen. Wenn ich ins schwarze Loch reinsteige, kann ich dann eine Zeitreise machen? Ich würde sagen, darüber... Also, nein, kannst du nicht, denn... Wenn du ins schwarze Loch hineingehen möchtest, wirst du schon auf dem Weg dahin spaghettifiziert. Das heißt so. Du ziehst, ich werde es nicht überleben. Füße, nein, du wirst es auf keinen Fall überleben. Ja. Aber natürlich, ich verstehe, wohin das hinzieht. Die Sache ist, vermutlich, meine Antwort ist eigentlich, du gehst da rein, sagen wir mal, und du bist nur ein Punkt, der sich nicht spaghettifizieren kann. Mal angenommen, du bist nur ein Punktteilchen. Dann wäre es so, du würdest nicht ankommen, schwarze Loch, sondern... Bevor du da ankommst, für dich vergeht die Zeit anders, während du reingehst. Und bevor du da ankommst, ist quasi das schwarze Loch schon wieder verstrahlt durch Hawking-Strahlung. So lange würde das dauern, theoretisch. Das soll ein Mensch verstehen. Also ich gehe lieber nicht in schwarze Löcher, habe ich daraus gelernt. Nein, schwarze Löcher ist nicht ratsam. Lieber Richard, das war ein Exkurs in eine ganz andere Thematik, aber warum mal nicht? Ich danke dir sehr herzlich und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich soll dich noch schön von meiner Frau grüßen. Sehr gerne. Grüße zurück. Ja, Grüße zurück. Richard, ciao. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu dem Megathema, was wir vorige Woche angefangen haben, nämlich die Versteigerung unseres weißen Hirschs. Die Versteigerung werden könnte. Man könnte sich denken, das kann ja kein Zufall sein, weißt du? Mhm. Jetzt hast du gerade eingeleitet und hast gesagt, ich bin eigentlich sind die meisten Physiker, die das studieren oder später Atheisten. Später weiß ich nicht mehr, aber am Anfang hatte ich den Eindruck, mit dem ich studiert habe. Ja. Wie ist es denn bei dir? Was bist du denn heute? Also ich würde sagen, ich bin, ich war Agnostiker und jetzt habe ich so eine Art Glauben. Mhm. Halt mal den Hörer irgendwie anders, du klingst so verschwommen. Okay, so vielleicht. Ja, so ist besser. Ich weiß nicht. So. Ja, so ist gut. Okay. Du hast so eine Art Glauben. Ja, ich würde sagen, also es gibt ein Stichwort dazu, das heißt Omega-Punkt-Theorie. Mhm. Die erklärst du uns bitte. Dazu muss ich weiter ausholen. Also, nicht ausholen, da verstehen wir es nicht. Du musst dann ausgehen, dass das hier Leute sind, die überhaupt keine, oder ganz, also keine Insider in Sachen Physik. Du musst es ganz einfach machen. Ja, logisch. Okay, also die Idee ist, ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen von einem ziemlich krassen Physiker, der kommt aus den USA und der ist eigentlich ein renommierter Typ, aber er hat so ein esoterisches Buch, sage ich mal, rausgebracht über eine Art Religion und die heißt die Omega-Punkt-Theorie. Was ist die zentrale Aussage dieser Religion, dieser Theorie?
Die Aussage ist, es ist theoretisch denkbar, unter gewissen Annahmen, die aber für mich schlüssig sind, so eine Art Himmelswiederauferstehungskonzept zu haben. Am Ende des Universums, in dem quasi jedes bereits gelebte Leben wieder auferstehen kann und unendlich lange sich quasi also leben kann. Das ist eine, so die zentrale Aussage. Ja, es ist eine Theorie, die auf Logik und Schlussfolgerungen beruht. Richtig, obwohl das diskutabel ist. Also es gibt viele Physiker, die sagen, das ist sehr esoterisch und weit hergeholt. Aber ich persönlich finde eigentlich, dass es relativ flüssig ist. Steckt denn dahinter auch die Idee einer Gottheit? Richtig, also Frank Tipler selbst, also der das Buch und die Theorie geschrieben hat quasi, der identifiziert den letzten Punkt, den Raumzeitpunkt, Omega-Punkt, den identifiziert er mit Gott quasi. Mhm. Weil man in diesem Punkt, laut seiner Überlegungen, hat man in diesem Punkt unendlich viel Energie zur Verfügung und auch unendlich viel Zeit. Also, und von diesem Punkt das liegt geht daran, dass alles das eine aus. Singularität ist. Ja, da bewegen wir uns quasi darauf hin. Das ist die Theorie. So. Also es gibt ja den Urknall, den Big Bang, und es gibt ein kosmologisches Prinzip, das heißt Big Crunch. Das ist quasi, das Universum zieht sich irgendwann wieder zusammen. Ich gehe gleich dazwischen, Richard. Okay. Du bist ein Fachmann, also stelle ich die Frage gerne an dich. Es gibt die Theorie des Urknalls. Ja. Das heißt, ganz. Aber fang gleich, lass mich kurz. Entschuldige, lass mich kurz. Gerade beschreibt, dass das, was die Emma gerade beschreibt, dass das wirklich. Bitte? Wolltest du gerade was ja, sagen? Ja, ich wollte gerade dazu gehen. Wenn das stimmt, was du sagst, dann hätten wir ja fast bürgerkriegsähnliche Zustände ja, hier. Ja, so sieht's aus. Haben wir doch nicht. Noch nicht. Aber es kommt, wenn wir weiter so machen. Ja, man kann den Hass ja auch schüren. Ich wohne hier in Köln. Köln ist eine solche multikulturelle Stadt. Hier wohnen so viele Türken. Ja, ich finde Köln toll. Also, so. Ich habe nichts. Im Großen und Ganzen, es gibt natürlich üble Zwischenfälle. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Gibt es auch bei den Deutschen. Ja, vielleicht auch noch in einigen Stellen vermehrt aus dieser Ecke. Aber im Großen und Ganzen leben wir alle wunderbar zusammen. So ist es. Und die Türken sagen, wir sind eine kölsche Jungen und das sind kölsche Türken. Und das ist doch toll. Du Domi, ich werde morgen zum Laden gehen und mir einen Döner kaufen. Da habe ich, ich esse gerne Döner. Ich liebe die türkische Küche zum Beispiel. Mhm. Einfach ein Pluspunkt. Das hat alles... Die Sache ist die, das sind wirklich Leute, die hier integriert sind, die hier ihre Steuern zahlen, die wirklich auch keinen Mist bauen. Mhm. Das sind ganz liebe Menschen, Emma, das weißt du auch. Darf ich da noch was sagen? Ich bin auch keine Deutsche, ich bin Italienerin. Ich wohne schon seit 45 Jahren hier in Deutschland. Ich kann super Deutsch, ich habe Schule gemacht, ich habe studiert und alles. Ja. Ich bezahle meine Steuern, ich war noch nie straffällig. Und deshalb, ich habe meine Kindheit sehr böse Sachen erlebt, wie Spaghettifresser und alles. Mm. Meine Mutter hat zu mir gesagt, bring die Kinder mit zum Essen, dann erleben sie mal die Spaghetti, wie die schmecken. Und die Kinder haben die Teller abgeschleckt, so hat es dann die Spaghetti geschmeckt. Das stimmt, in der Zeit, als du Kind warst, Emma, meine Mama hat gesagt, bring die Kinder mit, wo euch fertig mache. Die wollen dann anfangen nicht. Also dann habe ich gesagt, komm mit uns heim und isst mit uns, mit am Tisch. Meine Mama macht Spaghetti. Wir kennen das nicht, wir wollen das nicht. Und dann sind 3-4 Kinder nach Hause gekommen zu uns und haben gegessen. Die haben die Teller abgeschleckt. Und seitdem seid ihr hochbeliebt und alles war gut. Seitdem war das Theater weg von unserer Straße. Lieber Frank, wirst du immer noch AfD wählen? Man muss bloß die Leute zum Essen einladen und dann kann man sie kennenlernen. Okay. Und nicht einfach sagen, wir wählen das und das und das. Okay. Zum Schluss kriege ich mir die Arschkarte gezogen. Okay, jetzt lassen wir mal den Frank sprechen. Ich hatte ihn ja gerade gefragt. Okay, jetzt habe ich schon fast die Frage wieder vergessen. Na, ob du immer noch AfD wählen willst? Ja, natürlich. Mhm. Oh. Es sind wirklich, auch die liebe Emma kann mich nicht überzeugen. Es sind wirklich, Emma, du hast... Weil, weißt du was? Ich lade dich zum Essen ein. Ich lade dich zum Essen ein. Verknüllt ist quasi jetzt danach wieder von vorne los. Mhm. Das ist so, ich weiß gar nicht, da gibt es auch einen Namen für. Habe ich jetzt vergessen, bin zu aufgeregt. Ich glaube ja, letztendlich, Richard, dass für die allerletzten Fragen die Ratio und die Logik nicht ausreicht. Richtig. Deswegen ist Physik für mich auch ein Glauben. Mhm. Weil man selbst...
in der Physik, also es fängt schon an, in der theoretischen Physik, man fängt an in der Mechanik und man macht ganz einfache Annahmen, die muss man glauben. Ohne diese Annahmen kommt man nicht weiter. Genau. Und aus der folgt dann die Physik. Genau. Demzufolge ist eigentlich Physik auch ein Glauben und eine Religion, sozusagen. Naturwissenschaften, kann man sagen. Sind. Im Prinzip, ja. Ja. Richtig. Naturphilosophie, also wie gehen wir noch, ist eigentlich Naturphilosophie. Wie gehen wir noch einen Schritt weiter? Jetzt wird's ganz heikel und ganz heiß. Wer hat Gott geschaffen? Ja, das ist klar. Also man kann immer in eine höhere Metaebene gehen und fragen, wer hat das quasi zu verursachen? Mhm. Also wer ist daran schuld quasi? Aber ist das ein viel zu menschliches Denken, dass man nach Ursächlichkeiten fragt? Richtig. Ja. Also die Physik zum Beispiel, die claimt ja jetzt auch nicht, dass die physikalischen Gesetze, die Modelle, die wir jetzt haben, dass das die absolute Wahrheit ist. Mhm. Man sieht ja nur, dass mit den physikalischen Gesetzen man die Realität, so wie wir sie beobachten können, sehr gut beschreiben kann. Mhm. Von daher kann man am Ende, könnte man immer argumentieren, naja, in Wahrheit steckt Zauberei dahinter und wir haben so eine Art Schema gefunden, aber das weiß man nicht. Und ich finde auch, also bei Frank Tipler ist das auch so, er sagt so am Ende, er identifiziert quasi diesen Punkt als Gott, weil quasi er sagt, Fortschritt ist ein theologisches Konzept bei ihm. Mhm. Weil es Fortschritt gibt, muss sich quasi das intelligente Leben dorthin entwickeln, um dann quasi zu Gott zu kommen. Das ist so seine Argumentation. Vielleicht. Ich finde auch interessant, es gab mal vor vielen, vielen Jahren eine spät im ZDF ausgestrahlte Sendereihe, da hat Frank Elstner Nobelpreisträger interviewt. Und dabei kam raus, dass sehr viele Nobelpreisträger, die aus den Naturwissenschaften kamen, im Laufe ihres Lebens und je älter sie wurden, gläubig wurden. Ja, genau, das ist auch meine Überlegung. Ja, vielleicht nicht im ganz traditionell christlichen oder muslimischen oder jüdischen Sinne, aber gläubig wurden, so wie du es gerade auch beschrieben hast. Richtig, genau. So habe ich auch das Gefühl. Mhm. Das ist schon auch so interessant, mein Eindruck gewesen. Finde ich, ja. Ja, weil man beginnt auch immer, natürlich als Physiker denkt man ständig über alle möglichen Dinge nach und hinterfragt, gerade wenn man theoretischer Physiker ist, noch grundlegendere Dinge. Das ist halt im Prinzip Philosophie und da steckt das quasi mit drin. Du bist theoretischer Physiker. Also ich habe, das war damals meine Diplomarbeit, inzwischen bin ich nur noch Programmierer. Ich habe nichts mehr mit Physik zu tun. Aber okay, aber wo würde ich schon in der Strippe haben? Ich auch. Und zwar, ich wollte einfach mal darauf aufmerksam machen, dass es viel zu viele Vorurteile gibt über dicke Menschen. Das heißt, die würden den ganzen Tag nur da sitzen und Burger essen, Cola trinken, was weiß ich. Und ganz viele kennen einfach die Hintergründe nicht. Also bei manchen trifft das sicherlich zu, aber denke ich nicht bei allen. Wie zum Beispiel auch bei mir. Genau, wir wollen nicht zu allgemein reden. Ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich betroffen bist. Ja, genau, ja. Ja. Darf ich zunächst fragen, damit ich mir ein Bild von dir machen kann, wie groß du bist und wie viel du wiegst? Ich bin 1,60 Meter groß und wiege knapp über 100 Kilo. Und du bist jetzt 24 Jahre alt. Wie lange bist du schon übergewichtig? Ich würde sagen, Ende der Pubertät. Also es ist rapide nach oben gestiegen mit 17 ungefähr. Mhm. Also ich war meine Kindheit über untergewichtig und in der Pubertät dann normal schlank. Und mit 17 ist innerhalb von einem guten halben Jahr habe ich 30, 40 Kilo zugenommen. Hast du eine Erklärung dafür, warum das passiert ist? Das konnte sich damals niemand erklären und ich war dann auch beim Arzt und habe damals mit meiner Mutter zusammen eine Kur beantragt. Mhm. Die wäre normalerweise 4 bis 6 Wochen gegangen, also mit Verlängerung 6 Wochen. Die meisten haben in dieser Zeit gute 8 bis 12 Kilo verloren. Das war dann mit Sportprogramm, Ernährung, mit allem drum und dran, mit Untersuchungen, woran es liegt. Ich war fast 3 Monate dort mit einer Person und die Person hat über 20 Kilo verloren und ich in der Zeit nur 4,5. Ja, ja. Und das konnte sich keiner so wirklich erklären. Ich höre gerade, Jenny, mit deinem Einverständnis haben wir ein Bild, das wir zeigen dürfen? Ja. Ja, okay. Dann gucken wir uns das Bild mal an. Ist ja ein erotisches Bild. Ist ja sehr sexy fotografiert. Vielleicht, ja, genau. Du stehst da, so mit dem Rücken, ein bisschen lassiv. Was ist das für eine Hose oder ist das ein Badeanzug oder was du da anhast? Nein, das ist Unterwäsche, aber das sieht man nicht, weil das Hemd ja dazwischen ist. Also. Ein ganz schicker Schlüpper. So. Ja. Und dann hast du noch irgendwie so ein, das ist,
ja, so ein Hemd oder so eine Jacke halb runter hängen und die Schulter, die eine Schulter ist frei und die kann man so sehen von hinten. Genau, ja. Findest du dich schön? Nimmst du dich so an, wie du bist? Ja, also ich denke, man findet nie alles an sich perfekt oder schön, aber ich habe mit der Zeit gelernt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin und meine Vorzüge zu sehen. Also ich bin der Meinung, ich habe definitiv schöne Seiten an mir und ja, auf jeden Fall. Hast du denn für dich eine Erklärung? Dann, damals ist das, hat das nicht funktioniert da in der Klinik. Hast du für dich eine Erklärung, warum du so füllig bist? Nee, ich hatte eigentlich... Bitte? Wolltest du gerade was sagen? Ja, ich wollte gerade dazu gehen. Wenn das stimmt, was du sagst, dann hätten wir ja fast bürgerkriegsähnliche Zustände hier. Ja, so sieht's aus. Haben wir doch nicht. Noch nicht. Aber es kommt, wenn wir weiter so machen. Ja, man kann das, kann den Hass ja auch schüren. Ich wohne hier in Köln. Köln ist eine solche multikulturelle Stadt. Hier wohnen so viele Türken. Ja, ich finde Köln toll. Also so. Ich habe nichts. Im Großen und Ganzen, es gibt natürlich üble Zwischenfälle. Da gibt es gar nichts zu lösen. Gibt es auch bei den Deutschen. Ja, vielleicht auch noch in einigen Stellen vermehrt aus dieser Ecke. Aber im Großen und Ganzen leben wir alle wunderbar zusammen. So ist es. Und die Türken sagen, wir sind eine kölsche Jungen und das sind kölsche Türken. Und das ist doch toll. Du Domi, ich werde morgen zum Laden gehen und mir einen Döner kaufen. Da habe ich, ich esse gerne Döner. Ich liebe die türkische Küche zum Beispiel. Mhm. Einfach ein Pluspunkt. Das hat alles... Die Sache ist die, das sind wirklich Leute, die hier integriert sind, die hier ihre Steuern zahlen, die wirklich auch keinen Mist bauen. Mhm. Das sind ganz liebe Menschen, Emma, das weißt du auch. Darf ich dann noch was sagen? Ich bin auch keine Deutsche, ich bin Italienerin. Ich wohne schon seit 45 Jahren hier in Deutschland. Ich kann super Deutsch, ich habe Schule gemacht, ich habe studiert und alles. Ja. Ich bezahle meine Steuern, ich war noch nie straffällig. Und deshalb, ich habe meine Kindheit sehr böse Sachen erlebt, wie Spaghettifresser und alles. Mhm. Meine Mutter hat zu mir gesagt, bring die Kinder mit zum Essen, dann erleben sie mal die Spaghetti, wie die schmecken. Und die Kinder haben die Teller abgeschleckt, so hat es dann die Spaghetti geschmeckt. Das stimmt, in der Zeit, als du Kind warst, Emma, meine Mama hat gesagt, bring die Kinder mit, wo euch fertig mache. Die wollen dann anfangen nicht. Also dann habe ich gesagt, komm mit uns heim und isst mit uns, mit am Tisch. Meine Mama macht Spaghetti. Wir kennen das nicht, wir wollen das nicht. Und dann sind 3-4 Kinder nach Hause gekommen zu uns und haben gegessen. Die haben die Teller abgeschleckt. Und seitdem seid ihr hochbeliebt und alles war gut. Und seitdem war das Theater weg von unserer Straße. Lieber Frank, wirst du immer noch AfD wählen? Man muss bloß die Leute zum Essen einladen und dann kann man sie kennenlernen. Okay. Und nicht einfach sagen, wir wählen das und das und das. Okay. Zum Schluss kriege ich mir die Arschkarte gezogen. Okay, jetzt lassen wir mal den Frank sprechen. Ich hatte ihn ja gerade gefragt. Okay, jetzt habe ich schon fast die Frage wieder vergessen. Na, ob du immer noch AfD wählen willst? Ja, natürlich. Mhm. Oh. Es sind wirklich, auch die liebe Emma kann mich nicht überzeugen. Es sind wirklich, Emma, du hast... Weil, weißt du was? Ich lade dich zum Essen ein. Ich lade dich zum Essen ein. Und werde mal die Türken richtig kennenlernen. Also, das war ein interessanter Austausch mit euch beiden. Mhm. Sehr schöne Jahre, ist mit den Jüngeren an die Uni gefahren als Gasthörerin. Und, Ich glaube, dass solche Projekte immer mehr zunehmen werden in unserer Gesellschaft, Gott sei Dank, weil es auch immer mehr ältere Leute gibt, vielleicht auch immer mehr Singles gibt, die Angst haben, alleine zu sein. Genau, also es muss ja nicht nur ältere Frauen sein, jetzt wie bei uns, sondern mehr Generationen oder alle Generationen. Mhm. Finde ich eine sehr schöne Idee. Aber an dich jetzt die Frage, du bist ja noch relativ jung, mit 53. Warum hast du dich jetzt schon dafür entschieden? Das hätte ja auch in 10 Jahren, wäre es auch noch okay gewesen. Ja, ich bin vor 12 Jahren bin ich hier eingezogen. Ach so, 41. Ach so. Ich hatte so viel schlechte Erfahrungen in Mietshäusern. Mhm. Mit Nachbarn, teils sogar einmal Mobbing von einer Nachbarin. Ganz belastend war das. Und ich stand da dann immer alleine, weil die Freunde waren ja nicht immer da. Die konnte ich nicht immer zur Hilfe rufen. Und ich hatte so die Idee, im Projekt geht man anders miteinander um, wenn einen was stört. Aber in einem solchen Projekt gibt es sicher nicht auch nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da wird es auch Konflikte geben können, vielleicht auch Mobbing-Situationen. Wie löst man das? Ja, das ist schwierig. Also
wie gesagt, wir haben sehr viele Projekte in Hamburg, ich glaube landesweit die meisten, und da nehmen sehr viele Projekte Mediation in Anspruch, wenn man gar nicht mehr weiterkommt. Und wir müssten das eigentlich an der einen oder anderen Stelle bei uns auch manchmal machen. Ist noch nicht zustande gekommen. Mhm. Also wir lösen Konflikte nicht so gut, da sind wir nicht so gut drin. Mhm. Das liegt ein bisschen dran, dass die Älteren keine WG-Erfahrung haben. Also die Jüngeren haben da mehr Erfahrung und können da vielleicht eher mal einen Kompromiss eingehen. Oder gut, ich will es auch nicht vertiefen, aber Mediation ist eine gute Möglichkeit. Okay, solche Angebote sind da dann schon mal gegeben, genau. Was man in normalen Mietshäusern dann eben nicht so hat. Ganz genau, ja. Sogar unser Vermieter hätte eine Frau, die für Nachbarschaftsstreitigkeiten da ist, aber die würde bei uns dann auch vermitteln, wenn wir das wollten. Mhm. Aber bei euch ist noch alles im guten Bereich. Ja, ich will ja jetzt Werbung für die Idee machen. Ja, wir haben es immer in den Haaren. Oh, jeden Tag fliegen wir uns die Fetzen. Nein. Es ist auf jeden Fall. Ich würde den Tipp geben, wenn man jetzt eine Gruppe selbst gründen möchte, dass man sich sehr viel Zeit zum Kennenlernen nehmen sollte. Unbedingt, ja. Ja. Und aber sich selbst wirklich mal ganz ehrlich fragen, was erwarte ich oder was wünsche ich mir. Mhm. Und das auch offen sagen, weil daraus können schon viele Enttäuschungen entstehen, dass Leute nicht klar sagen, was sie eigentlich wollen. So, auf jeden Fall eine tolle Idee. Genau. Finde ich gut und ich freue mich, dass du sie uns hier vorgestellt hast. Und auch wenn es leider nichts für die Lore ist, ich wünsche ihr alles Gute, falls sie zuhört. Das ist ja nett. Wir haben sehr viel hier auch in der Redaktion über sie noch gesprochen. Wenn sie uns zuhört, wirklich herzliche Grüße und alles Liebe. Liebe Sabine. Ich glaube, landesweit die meisten, und da nehmen sehr viele Projekte Mediation in Anspruch, wenn man gar nicht mehr weiterkommt. Und wir müssten das eigentlich an der einen oder anderen Stelle bei uns auch manchmal machen. Ist noch nicht zustande gekommen. Mhm. Also wir lösen Konflikte nicht so gut, da sind wir nicht so gut drin. Mhm. Das liegt ein bisschen dran, dass die Älteren keine WG-Erfahrung haben. Also die Jüngeren haben da mehr Erfahrung und können da vielleicht eher mal einen Kompromiss eingehen. Oder gut, ich will es auch nicht vertiefen, aber Mediation ist eine gute Möglichkeit. Okay, solche Angebote sind da dann schon mal gegeben, was man in normalen Mietshäusern dann eben nicht so hat. Ganz genau, ja. Sogar unser Vermieter hätte eine Frau, die für Nachbarschaftsstreitigkeiten da ist, aber die würde bei uns dann auch vermitteln, wenn wir das wollten. Mhm. Aber bei euch ist noch alles im guten Bereich. Ja, ich will ja jetzt Werbung für die Idee machen. Ja, wir haben es immer in den Haaren. Oh, jeden Tag fliegen wir uns die Fetzen. Nein. Ich würde den Tipp geben, wenn man jetzt eine Gruppe selbst gründen möchte, dass man sich sehr viel Zeit zum Kennenlernen nehmen sollte. Unbedingt, ja. Ja. Und sich selbst wirklich mal ganz ehrlich fragen, was erwarte ich oder was wünsche ich mir. Mhm. Und das auch offen sagen, weil daraus können schon viele Enttäuschungen entstehen, dass Leute nicht klar sagen, was sie eigentlich wollen. So, auf jeden Fall eine tolle Idee. Finde ich gut und ich freue mich, dass du sie uns hier vorgestellt hast. Und auch wenn es leider nichts für die Lore ist, ich wünsche ihr alles Gute, falls sie zuhört. Das ist ja nett. Wir haben sehr viel hier auch in der Redaktion über sie noch gesprochen. Wenn sie uns zuhört, wirklich herzliche Grüße und alles Liebe. Liebe Sabine, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich ihr auch. Ich wünsche dir auch alles Gute für dein Leben ohne Nachtarbeit. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist der Yannick, 18. Guten Morgen, Yannick. Guten Morgen, Domian. Hallo, Yannick. Und wie geht's? Gut, danke. Und dir? Ja, mir geht's auch. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, ist gleich weg. Yannick, weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich das deutsche Schulsystem kritisiere, tatsächlich, ja. Und zwar fängt es halt damit an, dass ich persönlich finde, und auch die Erfahrung gemacht habe und auch von anderen gehört habe, dass die Schule nicht auf das richtige Leben vorbereitet. Mhm. Dazu kann ich einmal sagen, gab es schon, ich weiß nicht, wie lange das her ist, einen Post von einer jungen Frau, die hat auf Facebook gesagt, genau weiß ich das ja auch nicht mehr, ich weiß in drei Sprachen, wie man ein Gedicht analysiert, aber ich weiß nicht richtig, wie ich meine Steuern bezahle oder sowas, irgendwie sowas. Und die hat damit sehr viel Aufsehen erregt, weil die Debatte auch sehr heiß ist, war und auch immer noch ist. Und weißt du, das ist ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, wie du gerade gesagt hast. Ich kann da